Willkommen zurück zu Pen and Paper, die Herrschaft der Schatten, rollende Würfel, Hashtag rollende Würfel, Life of Twitch, die Verheerung. Auf geht's. Nur ein paar Länder durchfüttern für ein Jahr und das war's auch wieder. Okay. Das ist halt sinnlos. Naja. Ist immer spannend zu hören, was die anderen noch so, was so noch erzählen im Discord Voice. Ja. Willkommen zurück. Letzten Worte, die Leute während des Mutes noch so reden. Alles gut, passt schon. Ich habe den Stream gerade schon begrüßt. Willkommen zurück. Pen Paper. Herrschaft der Schatten. Der finale Teil heute. Ja, Das Finale, das große Finale. ja, endlich Zeit, das alle zu Finale sterben. und ganz genau, Zeit, alle umzubringen. Ja, Wer will als erstes? vielleicht kriegen wir auch Ich. irgendwie ein friedvolles Ende hin. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Nein, und wenn Also keiner Gorin nicht, stirbt, bringen wir Gorin uns wird bitte jetzt sterben. gegenseitig um. Ich Los, ich. vergaß zwischendurch ganz, dass wir hier einen Penisturm auf der Map haben. Das habe ich Wieso ganz hast du das vergessen, auch vergessen? Das war. aus irgendeinem Darauf Grund. kann man Das sowas ist wieder. vergessen. Der ganze Teil. Ja, ich muss an dieser Stelle, glaube ich, nicht sagen, dass dieser Stream ab 18 ist und Penis, Penis, Penis. die Kinder sind zwar noch nicht im Bett, aber ich meine, das hat schon, wir setzen das Abenteuer aus der letzten Runde fort und, ja, Und das nackt. Da war eine Vagina. Also Nein, hast du nicht. mein Charakter hat eine Nazi-Uniform an, also, naja. Und ein It's a fucking Straßenschild. go. Und wir haben Penisturm. Ja. Gut. It's a me. Knock off, Rio. So viel dazu. Ich kann mal ein bisschen Musik anmachen, damit ihr wohnt. Ja, das wäre gut. Damit es Sag's nicht einfach, ganz so ruhig ist. wenn wir tatsächlich anfangen und wann die Vorgespräche eingestellt werden. Ja, was gibt's noch zu machen? Die Charakterbögen sind, da gab's die Level haben wir am letzten Part verteilt. Das können wir heute auf ein marginales runterkürzen. Oder gibt es noch Fragen von den anderen? Oder gibt es noch Fragen aus der Community, vielleicht die im Chat aktiv sind? Oder falls es im Chat aktiv ist. Naja, ich sollte vielleicht den Stream aufmachen. Kannst du machen. Warum denn? Ich habe den Falls wir wieder Chat. nicht zu hören sind. Ja. Ich habe gerade eben noch alles geprüft, müsste eigentlich alles zu hören sein. Ja, wir sind zu hören. Ja, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut und die Leute sind nicht zu leise oder ich bin nicht zu leise. Das stimmt alles audiotechnisch. Mit mir ist heute Moddy mit dabei als Spielleiter. Der wird gleich übernehmen, sobald wir in die Runde starten. Juhu. Dann haben wir Tavos, der von Prof. Ikirikos gespielt wird. Dann haben wir Sivana, die von Excuse me. Yumi gespielt wird. Und dann haben wir den Levi Maxwell, der von Crowley Lieber im gespielt Maxwell wird. gespielt wird. Ganz genauso. Und dann haben wir einmal den Gorin, der von mir selbst gespielt wird, von yourself. Zwergenfürst. Gorin, Turin, Tumnison. Muss gerade mal selbst auf meinen Charakter gucken, Charakterbogen. Das habe ich gerade Nennen wir ihn gescrollt. einfach Zwerg. Gorin, Tumnison. Unser Zwerg. Unser durchgeknallter Ja. Zwerg. Den Erzfeind der Fenster. Ja, Und der letzte Runde war Arztpraxen, lustig. die ihr letztes Mal abgefackelt habt. Ja, wir spielen in Ja. Roll20. Roll20 ist ein Online-Programm, wo man Pen Paper mitspielen kann. Ja. Ja, ich. Molly, magst du mal erklären, was Kreativität ist, falls Leute das noch nicht wissen, die hier gerade Was? zuschauen. Kleiner Was Gag. ist? Kreativität. Kenne nicht. Und was ein Würfel ist. Was soll das sein? Ich nehme eigentlich nur Bücher und tu so, als hätte ich eigene Abenteuer geschrieben. Ja. Du Dieb! Wir spielen hier an. Wir spielen. Vieles basiert tatsächlich auf Büchern von mir.
noch mal ganz knapp für die Leute, die weiß ich nicht, wie das zustande kommen kann, aber für die Leute, die wirklich jetzt gerade einschalten und das wirklich die ersten zwei Teile noch nicht gesehen haben, das ist, finde ich, skandalös an dieser Stelle. Aber auf Twitch kann es natürlich passieren, dass jemand von den anderen noch nichts weiß und da 1 und 2 noch nicht gesehen hat. Das ist natürlich gut möglich. Wir würfeln hier in Roll 20 mit einem D100 Würfel meistens. Und das sieht dann so aus, das müsste gleich auch im Fenster auftauchen dort bei mir. Dann würfelt man eine Zahl und das ist dann... Da habe ich jetzt in meinem Fall die 66 gewürfelt und das ist, je geringer die Zahl ist, desto besser ist das bei Pen & Paper. Und also nicht wie Mensch ärgere dich nicht Spiel, wo ja, oder ein Roll 1000, 10.000, das ist dann mehr. Ich glaube, das ist aber der andere, das ist dann für die Zaubereien und so weiter, da müsst ihr jetzt ja, noch nicht. Ja, für die katastrophalen Effekte. Das hat da noch ein bisschen, da kommt es da nicht drauf an, wie es niedriger oder höher ist, das ist dann Sven, aber ich würde sagen, das werdet ihr aber recht bald einfach. Seid einfach dabei und da werdet ihr sehen, wie es funktioniert. Ihr werdet es miterleben. Ansonsten geht noch zu sagen, es gibt hier, bis auf die Maps, die Mordi hier einblendet und vielleicht ein paar Charakterbilder, gibt es hier, also es gibt mehr zu sehen als in gewöhnlichen Pen & Papers. Normalerweise sind Pen & Papers so aufgebaut, dass fünf Leute an einem Tisch sitzen oder manchmal auch weniger. Ein Spielleiter mit mehreren Spielern. Und die erleben einen Abend nach, was der Spielleiter ihnen erzählt, der Dungeon Master. Und das beruht darauf, dass wir uns das vorstellen und wir geben uns die beste Möglichkeit, das vorzustellen und das zu spielen. Und das ist auch dann, wäre auch besser, wenn ihr euch das vorstellt. Sonst hört ihr hier nur ein paar Leute plappern und ein paar komische Bilder auf Roll 20. Ja, so viel dazu. Genau. Irgendwas noch zu den Charakterbögen oder zu den Charakteren selbst? Ich bin alkoholsüchtig, das ist alles, was man wissen muss. Ja. Also Punkte haben wir beim letzten Mal schon vergeben, na, das haben wir nach dem Abenteuer gemacht. Heute macht es keinen Sinn mehr, Punkte zu vergeben, weil das Spiel nimmt heute sein Ende. Das Abenteuer. Am Ende sind wir alle tot, vielleicht. Oder nicht. Potenziell seid ihr alle tot. Spoiler, es wird Fenster geben. Oh ja. Nein, nicht die Fenster. Und sie reiten friedlich in den Sonnenuntergang. Ende. Auf einem riesigen Wurm, der alles auf seinem Pfad verwüstet und zerstört und nur Leid und Verderben hinterlässt. Ungefähr so. Eine Atombombe. Das fände ich irgendwie wieder witziger. Die reiten auf einer Atombombe in den Sonnenuntergang. Das ist bezeichnend. Jo. Das ist nicht lustig, das ist einfach ein Fakt. Das wird passieren. Einem angebundenen Hai daran in einen Vulkan. Darunter mache ich es nicht. So, dann würde ich sagen... Auf dem Mars. Dann würde ich sagen, haben wir es jetzt 18.15 Uhr. Das ist doch eine sehr gute Zeit. Dann können wir doch langsam mal... Dann kann ich gerne an Mordi übergeben, den Spielleiter und das Abenteuer starten lassen. Können wir... Wir spielen Pen & Paper, die Herrschaft der Schatten. Die Verheerung. Teil 3, die Verheerung. Ja, der Name stammt übrigens nicht von mir. Was? Ja. Keine Pause vorher? Ich meine, es ist. Ich halte es nicht für nötig. Ich halte es jetzt aus ohne Pause. Das ist, die Pre-Show jetzt ein bisschen abgekürzt. Das ist, wir haben keine Charakterbogen mehr zu erstellen oder irgendwas zu regeln. Also, wenn ihr jetzt deswegen nicht vom Hocker fallt, würde ich sagen, das war jetzt. Was? Es wird nicht nochmal extra Essen bestellt? Nö, heute nicht. Wie kann das denn sein? Ich hab noch eine halbe Pizza stehen. Hattest du nicht einen Döner vorher? Ich hatte zwei Döner vorher. Und jetzt eine Pizza. Ein bisschen Roastbeef, ein Chicken, Hühnchen, eine Pizza. Genau. Da hinten steckt noch ein Asia-Imbiss in meiner Wohnung. Und mein Mitbewohner hat noch zwei Döner im Kühlschrank. Ja. Hat einen Döner im Kühlschrank? Das ist ja pervers. Er hatte gerade keinen Bock drauf gehabt, aber er wollte trotzdem mitbestellen. Und das ist Prof zum Frühstück. Man, wie kann man keinen Bock auf Döner haben?
Ich habe nichts gegessen. Ist das erlaubt? Ich heute Bock auf Döner. Ja. Gut, lasst uns starten, Mordi. Führe uns in die Welt ein. Dann will ich euch mal ganz tief einführen. Das passt zu dem, was wir auf der Map sehen. Ja. Danke. Gut, kleine Zusammenfassung, was bisher passiert ist. Bisher habt ihr es geschafft, ursprünglich in eine Höhle zu gehen, um irgendwas Böses aufzuhalten, wovon ihr aufgrund von sehr präzisen Schüssen nicht erfahren habt, was es überhaupt ist. Anschließend habt ihr ihn erstmal buchstäblich durch die Zeit gebombt. Yes. Und wurdet dazu vertonnert, ihm zu folgen und endgültig loszuwerden. Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit hier bei diesem Abenteuer mit dem Penisturm. Ah, ist aber gar nicht ernst. Das, ja, die Ernsthaftigkeit hat aufgehört, als du in der Bar zurückgeblieben bist und gesagt hast, ja, ich trinke einfach weiter. Ja. Ab dem Punkt war die Seriosität dahin. Was dann passiert? Dann seid ihr in die Zukunft gekommen, was genau los ist. Habt ihr bisher weder jemanden wirklich gefragt, noch es rausgefunden. Aber wir haben gegen den Werwolf gekämpft, oder was war das? Ja, das habt ihr. Man konnte ja auch bisher noch keinen fragen. Nee. Beim letzten Mal hattet ihr genug Möglichkeiten gegen Ende. Wir hätten den Werwolf fragen können. Hätten wir gar nicht. Wir wollten wissen, wie die Person funktioniert. Ihn hättet ihr fragen können. Ja, das war alles, was euch interessiert hat. Wir haben eine Kirche gelootet und wir haben... Wir haben eine Kirche gelootet, ich hab mir ein Straßenschild mitgenommen. Bitte zusammenfassen, bitte Ruhe. Und ein Museum geklaut. Bitte Ruhe. Gut, ihr habt es dann geschafft. Ihr seid erst in ein Hotel gegangen, habt Goblins entdeckt, seid vor ihnen abgehauen, wie echte Helden das tun würden. Jawohl. Seid aufs Dach gegangen und habt einen riesigen schwarzen Turm in Penisform entdeckt. Anschließend seid ihr in ein Museum, habt herausgefunden, wie die Sprache hier funktioniert und könnt jetzt, das gebe ich euch, mit den Leuten hier auch tatsächlich reden. Was? Aha. Das konnten wir nämlich letztes Mal noch gar nicht. Ja, ich geb's euch, weil das wird sonst zu nervig. Gut, ich habe Elbisch auf meinem Charakterbogen stehen. Nervig. Ja, du singst mit Leuten. Wir haben's verstanden. Ja. Ich dachte, ich bin der Bade. Jetzt nicht mehr. Die Rollenverteilung ist bei uns ein bisschen schwierig. Wo habe ich meinen Wodka hingestellt? Den wirst du noch brauchen. Ja, werde ich. Okay, ihr seid dann anschließend... Monat von Abstinenz noch voll. Ihr seid anschließend in ein Museum gegangen und seid vor einem riesigen Schleim, was auch immer, Klumpen, abgehauen. Habt dann eine Kirche gesprengt. Habt ihr herausgefunden, wie Schusswaffen funktionieren. Und habt einen Werwolf getötet, während euer eigentlicher, hauptsächlicher Krieger nicht einen Schlag gelandet hat. Mit seiner magischen Axt. Ja. Und vorher fast an einem Fenster gestorben ist. Ja. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Brücke. Und jetzt seid ihr vom Militär durchgelassen worden und ihr seid jetzt im Hauptteil der Stadt, der komplett isoliert von außen ist. Nachdem wir das Gebäude, in dem wir eigentlich was besorgen sollten, abgefackelt haben. Ja, das letzte Abenteuer hat ja geendet, dass wir Joker-mäßig dort von dem in Luft fliegenden, brennenden Krankenhaus Richtung Brücke aufgebrochen sind. Ja, es war eigentlich ein Zahnarzt, aber nennen wir es Krankenhaus. Ja. Krankenarzt. Wissen wir ja nicht, was das für einer war. Ja, gut. Ein Werwolfsarzt. Okay, ihr steht jetzt vor der Brücke. Was tut ihr? Ihr seht mehrere Straßen, die abgehen. Ihr habt eine Karte. Wo geht ihr hin? Wo stehen wir ungefähr? An der Brücke, logischerweise. Ja, Moment, ich hab den Marker vergessen. Auf welcher Seite der Brücke stehen wir noch? Ihr seid genau hier. Okay, wir sind hinter der Brücke. Okay, die haben uns also rüber gelassen, nachdem sie sehen die Rauchschwaden von der Kirche und die Rauchschwaden von dem Krankenhaus und lassen uns trotzdem rüber. Hat mir die Medizin mitgenommen oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber deren Hintergedanken sind,
Wir wollten eigentlich die ganzen Monster da drin einsperren. Ich glaube, wir haben da viel vergessen. Lass mich mal durch. Aha. Gut. Dann gebe ich euch eben den Marker noch frei. Dann könnt ihr die auch. Ich will einen neuen Bogen. Benutzen. Neuen Bogen? Du kannst deinen reparieren. Ja, ich würde mal sagen, wir setzen uns erstmal, ich würde mich an der Brücke, wo wir sind, gerade mal hinsetzen und erstmal ein bisschen, erstmal vor dem, was wir dort am Krankenhaus haben. Ihr seid voll regeneriert. Ich würde mich erstmal sortieren auf jeden Fall, ich würde aber trotzdem, auch wenn wir regeneriert sind, würde ich mich erstmal sortieren und erstmal gucken, wie es mit meinen Chemikalien aussieht, weil... Möchtest du irgendwas herstellen? Ich sehe in meinem Zutatenbeutel, dass der leer ist. Ach, du bist komplett leer, okay. Dann? Und. Nicht. Oh, nee. Mein Zutatenbeutel ist leer. Ich habe 19 Fiolen bereit, aber mein Zutatenbeutel ist leer. Also, ich gucke um mich herum, ob ich halt irgendwo Kräuter in der Nähe der Brücke finde, die man da. Wasserkräuter. Ich spiele so lange E-Gitarre, weil ich es kann. Okay. Gut, soll ich was einspielen, oder? Nee, musst du nicht. Weil sonst müsstest du den Rest des Abenteuers was einspielen. Ich werde nämlich nicht wieder aufhören. Schade. Okay, ich hab nämlich leider nichts vorbereitet. Ich hab nicht dran gedacht, dass du eine E-Gitarre hast. Muss ich gestehen. Sonst hätte ich was vorbereitet. Aber. Ich werde im Schnitt vielleicht was einfügen. Um Gottes Willen. Stell dich vor, der lief gerade was. Wenn Zwergi Battle auswählt, kann es nur gut werden. Mach das. Jo, ich hab leider gerade nichts dabei, aber ja. Okay, gut, du willst irgendwas finden. Hast du ein Talent, was du dafür benutzen willst? Ich habe Pflanzenkunde. Ich guck mich am Ufer um, ob irgendeine Pflanze davon. Dann würfel in bitte auf Pflanzenkunde, wenn du das benutzen willst. Du kennst das Spiel. Da habe ich 10 drauf plus 14. Die 14 ist nur erleichtert, oder wie? Nein, wir nehmen einfach standardmäßig How to Be a Hero, sonst wird's zu nervig. Das ist ja eh das letzte Mal, dass wir den. Ich also nenne es ganz gerne diesen Klumpen von Systemen benutzen. Okay, ich hab's vergessen. Steine gefunden. Wie viel hast du drauf? Ich hab 14 auf Pflanzenkunde. 14, das heißt... Steine. Ich muss gerade mal ganz kurz rechnen, Moment. Ich hab was Giftiges gefunden. Und isst es sofort. Ein Stein. Perfekt. Oh ja, Oh Gott, jetzt muss ich was überlegen. Du hast auf jeden Fall verschiedene Kräuter gefunden, die du auf jeden Fall für einen Heiltrank benutzen würdest. Okay. Oh je. Trag dir einfach mal Heilkräuter ein. Also, wie viele in mein Zutatenbeutel? Das wirf ich dir kurz aus. Moment. Ich hab einen Zutatenbeutel, da passt's. Ich habe das Füllvolumen auch rausgelöscht aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Sagen wir einfach, du kannst da Zeug für 15 Tränke reinpacken. Du findest 3 Heilkräuter. Okay. 3 Füllvolumen 15. Okay. Die platziere ich in meinem Zutatenbeutel. Das darfst du gern tun. Und untersuche sie weiter. Ja, ich mach mir während. Bin weiterhin davon überzeugt, dass das. Ja, dir ist 100% klar, das sind Heilkräuter, die kennst du. Ich bin da beschäftigt, mit die so zu sortieren und zusammenzupacken. Ich bring meinem Waschbär Headbang bei. Würfel bitte auf Abrichten. Ich weiß, dass du das hast. Wo war's? 20 plus 15. Gut, dann. 100. Schade. Nee. Er nickt so ein bisschen. Das reicht mir. Bin trotzdem dafür gehypt. Okay, ich versuche meinen Bogen zu reparieren. Hast du eine Fähigkeit dafür? Nee, ich glaube nicht. Was hast du denn alles, was man theoretisch dafür benutzen könnte? Versuch doch einfach mal zu argumentieren, warum du was damit machen willst.
Was hast du nochmal gesagt, was passiert ist, wie der kaputt gegangen ist letztes Mal? Dir ist letztes Mal die Sehne gerissen. Sehne gerissen. Ja gut, dann würde ich einfach... aus einem der Seile, die sehr stabil sind, einen Faden rauslösen und den wieder dran binden. Okay, willst du dafür das mit einem Talent machen, oder? Habe ich jetzt keins, wo ich sagen würde, das passt, also nein. Okay, gut, dann einmal auf Handeln normal. Okay. Mein Gott. Zu viel Fenster. Das ist ja, glaube ich. Ist ja blöd, dass ich jetzt keine Übersicht über Charakterbögen mehr habe, weil die sind ja abgewandelt und. Handeln normal. Wie viel nochmal? D. Und wir haben einen Überblick um unsere Bögen. 400, cool. Okay, ich habe eure Bögen ja sogar hier. Ich habe immer noch den als offen, Übersicht offen. Naja, stimmt, wir haben es körperlich genannt. Das bitte. Wir haben körperlich? Körperlich und Kampf. Hast du es geschafft? Nee, ich glaube nicht, oder? Ach, ist egal. Also ich sehe das, wie sich die Katze da abmüht mit ihrem Bogen. Wie viel hast du auf? Ich hab körperlich Technik, das dürfte, glaube ich, das Moment, kann man rechtfertigen. Wie viel hat sie auf den körperlich Allgemeinwert? Warte, ich habe plus. Auf den Allgemeinwert habe ich 11. Ja, dann lass mich mal eben kurz rechnen. Ist gleich die Sehne noch mehr kaputt? Flitscht mir der Stock bei dem Versuch ins Gesicht. Ich habe ja 14, 10 plus 14. Ich muss leider aufrunden. Du brichst den Bogen. Du brichst den Bogen kaputt. Entschuldigung. Du hast keinen Bogen mehr. Oh, schade. Der ist beyond repair. Nice. Ich gehe zu. Nicht dafür. Ich bin gezwungen aufzurunden von 8,9. Ja, du mich auch. Ich geh zu Silvana rüber und reiche ihr und versuch sie zu trösten und und reiche ihr als Trost einen Ast, den ich am Weg gefunden habe. Danke, ganz toll. Was ich aus irgendwelchen Gründen für irgendwas anderes halte. Ich bin gerade massiv high. Das ist perfekt. Natürlich bist du das. Okay. Was auch sonst. Wollen wir da mal losgehen zum Haus? Du hast einen großen Stock. Haus wäre eine Idee. Ich habe einen großen Stock. Ja, lass uns zum Haus gehen. Ich habe ja noch meinen Stock. Nee, ich habe noch irgendein Schwert oder irgendwas. Dann gehen wir hier mal zum Haus. Ja. Okay, Haus. Ich laufe langsam hinterher. Ich komme jetzt erst daran. Dann gucke ich mal, ob ihr irgendeine Zufallsbegegnung habt, weil die sind eigentlich immer relativ spaßig. Sag das nicht, so eine Würfel ist einfach und sagst uns dann das was. Gut, das war ein 20er. Ihr trefft eine Horde Drachen. Ja. Also was habe ich nicht. Nummer 16. Nö, es passiert nichts. Die Straße ist komplett leergefegt. Seltsam in diesem Bereich. Wie praktisch. Ja, sie ist sauber. Du könntest von ihr essen. Bitte iss nicht von ihr. Okay, Ja, wobei, es ist der Bade, du darfst gern von der Straße essen. Ich bin Schlimmeres gewöhnt. Aber da liegt kein Essen, also esse ich nicht davon. Moment. Es liegt kein Essen da. Danke, okay, dass du darauf gewürfelt hast. Wir kommen also am Haus an. Ist ein Ja-Nein-Wurf. Also ich würde mich gern in der Umgebung des Hauses mal umgucken, ob da irgendwas. Wird auf Wahrnehmung gucken, dass da irgendwas. Ob da im Haus, ob da irgendwann im Haus irgendwas Gartenmäßiges oder ob da irgendwas Kräuter. Ob da Anzeichen auf Kräuter sind. Okay, du willst. Ich suche nach. Überhaupt weißt, wo du genau bist. Schon mal auf Wahrnehmung würfeln, das darfst du gern tun. Ich sehe ein Haus vor mir und möchte da gucken, ob da was Kräutermäßiges ist in der Nähe des Hauses. Ich schaue mir das Haus selber an.
Gut, dann darf der Zwerg einmal auf Wahrnehmung würfeln, machen wir das zuerst, weil er möchte ganz gern, bevor er überhaupt weiß, wovor er steht, wissen, ob da ein Garten ist. Okay, ich habe 30 auf Wahrnehmung, ich habe es tierisch verkackt. Ich hab eine 100 gewürfelt. Großer Gott! Ich sehe kein Haus. Ich sehe kein Haus. Wie hast du das geschafft? Wow. Ja, meine Würfel sind heute genial. Das ist, ich habe eine 95 und eine 100 gewürfelt. Das fängt schon mal super an. Wir sind eine Viertelstunde drin und es geht schon so los. Ja, es geht schon bei mir heute okay, so los. Ich kann. Ich, es ist. Gut, dann guck ich mal, was du siehst. Ja, es ist großartig. Es ist eins! Großartig. Gut. So sehe ich irgendwelche Kräuter. Spielleiter sieht. Der Zwerg ist schlau genug und erkennt, dass bevor ihr überhaupt in der Nähe von dem Haus seid, etwa so hier, dass um euch herum mehrere Gestalten auftauchen, die auch solche Waffen in der Hand haben. Okay. Und ich sehe keine Kräuter. Nö, du siehst keine Kräuter. Ich würfe mal eben aus, wie viele es sind. Ich sehe aber Gestalten. Ihr habt drei vage erkennbare Gestalten, die momentan noch im Schatten von den Häusern stehen. Ich stoße die anderen. Nur der Zwerg sieht oder die da wirklich sind? Die nur ich sehe. Nur der Zwerg sieht die. Ich stoße die anderen an und warne die davor und sag denen, da stehen Gestalten dort am Haus. Guck mal darüber. Ich gucke den Zwerg sehr irritiert an. Schaut euch das mal an. Da drüben sind Gestalten hinterm Haus. Ich sehe da irgendwie, da guckt irgendwas hinten davor. Da lugt ihr das. Die haben Waffen. Ich würde gerne auch nochmal auf Wahrnehmung würfeln, ob da was bei rumkommt. Das kannst du machen, ich habe dich jetzt davor gewarnt. Ich habe erstmal was auszuwürfeln, sobald ich das Zeug hier rausgesucht habe. Nö, ich habe dich jetzt davor gewarnt. Das ist völlig, ich halte das für Legend. Ja, also ihr diskutiert gerade, ob der Zwerg da tatsächlich was sieht. Aha. Okay, dann würfel ich nochmal. Ich bin davon überzeugt, da was zu sehen und. Ja, du bist davon überzeugt. Und hau einen nach dem anderen an und sag, schaut mal dahin, das ist. Wollen wir dahin gehen, da ist. Lass uns sie angreifen. Oh je. Ich muss kurz noch was nachgucken. Wenn du so viel würfelst, ist das schon kein gutes Zeichen. Es ist kein gutes Würfeln, was erwartest du? Ich ziehe meine Axt und halte die kampfbereit. Ich sehe da Leute, die gefährlich aussehen und ihr diskutiert momentan noch, während das passiert, was ich hier gerade würfel. Lass dir Zeit. So. Und das, was jetzt passiert, das tut mir wirklich, wirklich leid. Oh nein. Lass dir Zeit. Zwerg implodiert. Willst du mich umbringen? Ich hau die. Ich darf nicht mehr darüber nachdenken. Ich hau die. Ich hau zum fünften Mal den. Während ihr diskutiert, spürt der Zwerg plötzlich. Moment. Ich muss noch würfeln. Wo? Ich bin tot. Quatsch, das war jetzt falsch von mir. Moment, ich hab die falschen Notizen auf. Kannst du es noch ein bisschen unspannender gestalten? Das ist mir gerade zu spannend hier. Es tut mir wirklich leid. 20. Das ist so viel Action jetzt hier auf einmal. Da komme ich nicht klar. Ja, du hast eine 100 gewürfelt. Was erwartest du? Ach du Scheiße. Alles fällt hin, kullert den nächsten Abhang runter und klatscht gegen den Baum. Gott verdammt. Sag uns, was du siehst. Was sehen wir? Sag uns, was wir sehen, was wir spüren, was. So, der Zwerg wird plötzlich sehr ruhig. Was werde ich? Dann fängt er an zu brüllen, kriegt 55 Schaden. Oh, nice. Und der Zwerg steht da, also minus Rüstung, und sein Hoden liegt woanders. Sehr schön. Ja, ihr dürft jetzt alle mal Initiative würfeln. Minus 55. Scheiße. Minus 55 und ohne Rüstung. Diese Würfel. Ich stehe unter Rüstung und nackt dort, also. Und blutend. Oh, du hast doch deine Rüstung oder hast dich ausgezogen? Die Rüstung habe ich jetzt verloren. Die Rüstung habe ich jetzt verloren, also wie du sagst. Was? Nein. Hat gerade gesagt, ich stehe dort. Die Rüstung trägst du. Du hast gerade eben gesagt, dass ich ohne Rüstung da stehe und meinen Hoden verloren habe. Du kriegst 55 Schaden minus Rüstung. Minus Rüstung. Also ich krieg. Dass du die Rüstung verlierst.
Also die Rüstung wieder abziehen. Also ich krieg nicht 55 Schaden, sondern... Nein, 55 minus... deine 20, die ich dir gegeben habe, ja. Oh, das sind dann... Wie viel sind das? So. Kann das mal einer rechnen für mich? ich habe einen Taschenrechner. 55 ja, minus 20. Das tut mir wirklich leid, dass das ausgerechnet so passt. Was? Du sagst, dein Hoden liegt woanders? Ja. Ich habe 35 Schaden. Ja, dann würde der Hoden abgeschossen. 5 okay. Schaden in die Nüsse ist schon hart. Ich liege blutig. Also ich liege. Okay, ich liege blutend am Boden. Ich bin kurz drauf zu verbluten. Ich blute und blute und blute. Du. Nein, tust du nicht, aber du bist ein. Weißt du, was physikalisch passiert, wenn dir der Hodensack abgerissen wird? Ich guck den Zwerg an und sag, das heile ich aber nicht. Okay, ich lieg also blutend am Boden. Die Blutung, du Nase. Da darf ich schon mal anfangen. So, ich guck jetzt erstmal eure Initiative an, wer wann dran ist. Punkt. Möchte mich jemand von euch irgendwie die Blutung stoppen oder irgendwie heilen oder irgendwas? Es wird jetzt erstmal gekämpft. Ich warte jetzt. Ja. Ja, so. Kämpft erstmal. Ich sterb hier gerade am Boden. Ich sterb hier mal. Du hast nur 55 Schaden, entspann dich, du bist knapp unter der Hälfte. Okay. Der schreist jedenfalls wahrscheinlich sehr laut rum. Geheim könnt ihr euch jetzt abschminken, dass ihr da irgendwie schleichen könntet. Ich lieg blutend am Boden und schrei wild um mich rum. Ja, vielleicht sind ja alle konzentriert auf den Zwerg. Ich schrei ganz laut, jetzt tut irgendwas. Weh. Was? Ach du Schande. Was tut that ihr? That escalated gut. Quickly. Dann das ist hier. Allerdings wahr. So, dann sind jetzt erstmal die drei dran, weil ihr habt sie nicht entdeckt. Offensichtlich. Zumindest nicht schnell genug. Gut, dass mir keiner geglaubt hat. Der erste schießt und zielt dabei auf den Baden. Das war zu viel. Ja, das ist professionell. Willst du mich wieder fast tot machen, damit ich mir wieder gut begegne? Nee, mich. Mich Nein. macht er fast tot. Er schießt gerade auf mich, Vogel. Es tut mir wirklich leid. Er trifft aber nicht. Hinter dir schlägt in eine Wand eine Kugel ein. Wahnsinnig gut hier heute. Gut, dann der nächste. Ich hab halt schon früher das. Trifft auch nicht. Der letzte zielt auf den Zauberer und er zielt sogar etwas genauer. Bis zur ersten Pause bin ich tot. Trifft aber nicht, was auch immer er treffen wollte. Perfekt. Gut. Aber Matrix Move war ich aus. Ja, perfekt. Ja, dann seid ihr jetzt erstmal alle drei dran und dann ist die normale Initiativrunde. Und stieg weiter blutend und laut schreiend im Gras. Sehr schön. Ja, du darfst in der Runde jetzt erstmal nichts machen. Du schreist momentan. Ich stelle mir das gerade so vor. Der Zwerg einfach so. Er spürt doch sowieso momentan nicht. So macht irgendwas, ich liege schreiend im Gras. Gut, entscheidet euch, wer wann dran sein will von euch drei. Weckt mich, wenn ihr fertig seid. Ich kümmere mich erstmal um den Zwerg. Darf ich das? Dreh mich zum Zwerg und versuche mich um den zu kümmern. Ich habe keinen Bogen mehr. Aber du hast einen großen Ast. Aber einen großen Ast, den könnte ich schmeißen. Ja, toll. Es hat schon mal funktioniert. Nee, ich kümmere mich erstmal um den Zwerg und schmeiß den was von meinen Drogen rein. Nee, von meinen Heilkräutern hier. Okay, wie viel hast du noch davon? 9 und 8. Aber von den Starken habe ich noch 8, davon gebe ich ihm eins. Gut, dass dir das zuerst eingefallen ist, sonst hätte ich dem Zwerg einfach Schnaps in den Schritt gekippt zur Desinfektion. Au. Das tut schon genug weh. Mein Gott. Das tut schon genug weh. Gut, dass die Katze hier zuerst dran war jetzt. Waren das die Spezialkräuter oder waren das? Das die waren Pilze? Die Spezialkräuter. Alles klar, der Zwerg ist wieder voll, hat aber trotzdem eine Wunde im Schritt. Ordentlich blutende. Gott sei Dank. Kann ich die irgendwie verbinden oder so? Das ist Du darfst jetzt erstmal nichts machen, einer von den anderen beiden ist dran.
Ich suche mir unterwegs ein großes Blatt und... und lass ihm den Vortritt. Ja gut. Okay. Ich ziehe sowohl, sowohl Schlaglaute als auch Revolver. Alles klar. Dann ist das deine Aktion, dein Waffen ziehen. Ja. Dann darf der Zauberer noch einmal was machen, worauf er Lust hat. Wo die stehen? Ihr seht sie jetzt mittlerweile. Stehen die beieinander? Etwas verteilt. Ich kann ganz kurz auf... Habe ich eine Karte vorbereitet? Hab keine Karte vorbereitet, dann mache ich kurz eine. So. Anders gefragt, stehen sie nah genug für den Kettenblitz? Nah genug dafür stehen sie, ja. Dann ich kann aber ganz kurz... Ich würde sagen, ich mache einfach ganz kurz hier einmal eine Kampfmap. Rainer, mit W-Positionen einfach sehen. Oh. Dann einmal ganz kurz. Momentan ist es weiß. Das reicht ja. Ich glaube, weiß bleiben. Ja, ich habe da jetzt nichts extra vorbereitet. Sucht euch aus, wer welche Farbe hat. Grün! Schwarz. Gut. Brauche ich auch eine? Blau. Ja. Gut. Kriege ich auch eine oder bin ich dann jetzt? Wie gesagt, das ist jetzt eigentlich nur, damit ich zeigen kann, wer wo steht. Merkt euch einfach, was für eine Farbe ihr habt. Hast du keine Figuren aus dem Ding? Ja, hab ich, aber das ist mir jetzt wirklich zu nervig, da jetzt groß Sachen rauszusuchen. Es dauert wirklich Minuten lang. Den Gesicht! Wunderschön. Weg ist also das Gesicht. Die drei stehen genau so um euch herum. Aber Moment, ist alles frei. Dann würde ich auf die unten rechts an Kettenblitz machen. Jetzt, ich glaube, Komplexität 2 hier auf die beiden hier. Was kann ich ja, nehmen? Alles klar. Ich glaube, die Stufen habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, 22 war es. Ach, würfel einfach. Ja, habe ich schon 36. Alles klar, dann triffst du. Die Zauber habe ich Gott sei Dank hier offen. Wie viel Schaden das Zeug macht. Oh, ich habe vergessen, den Schaden hinzuschreiben. Super. Was ist denn bei Twitter so los? Klau mir nicht meinen Podcast-Spruch! Okay, dann würfel ich einmal. Ja, ich regle das diesmal anders. Cooler. Gut, dann machst du einmal einen 10er Schaden. Beziehungsweise, ich glaube, ich hatte 20er gesagt. Sagen wir einfach, du machst 20 Schaden. Beziehungsweise 21er. Du machst 20 Schaden. Gut, du machst beim zweiten, falls er trifft, auch 20 Schaden. Uiuiui. Das war aber nett und richtig, ne? Das ist Doppeldamage hier. Leider nein. Das wäre nur bei vorher 100. Der springt auch weiter zum zweiten. Dann gucken wir, ob er zum dritten springt. Zum dritten springt er auch. Dann darfst du noch einmal einen 20er machen. Macht jetzt nochmal eine 20 wird. Ah, schade. Schade. Okay, dann gucke ich kurz, wie viel Leben sie haben. Tot. Potenziell. Ich habe den Standardwert eingetragen, also die sind nicht hoch. Sie haben bloß die Zwergennüsse vaporisiert. Ja. Wahrscheinlich hebt er die gleich auf, den Zwerg für alchemistische Experimente zu missbrauchen. Nur drogenabhängig wie der ist, glaube ich eh nicht dran, dass der noch fruchtbar wäre. Also so gesehen kommt es jetzt auch nicht drauf an. Okay, zwei sehen übel angeschlagen aus, können sich auch jetzt erstmal nicht rühren. Und der eine hat nur den Rest abgekriegt. Das ist er hier oben. Ja, das ist irgendwie... Wie geht denn das mit dem Pingen? Da. Klicken. War, wenn ich es richtig gesehen habe. Mit dem Select einfach klicken. Mit Rechtsklick. Bei mir links. Bei mir gar nicht. Ja, bei mir auch nicht. Boing, 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 boing. Also die beiden sind flach. Falls es angezeigt wird. Ja, die beiden sind flach und der andere... Und der hier ist noch fit. Fittig. Ja. Gut, dann Initiativreihenfolge. Da muss ich kurz gucken, wer wann dran ist. Von euch, weil ihr dürft wahrscheinlich dann nochmal. Direkt. Wer als erstes dran ist, der Zauberer nochmal.
Ja, dann hau ich doch direkt doch mal einen raus. Dann hau noch mal einen raus. 76. Alles klar, dann mach dem ersten Schaden. 17. Okay, dann guck ich eben, ob es weiterspringt. Nein, das trifft leider nur ihn. Auf welche Richtung bist du? Hätte ich vielleicht vorher fragen müssen? Okay. Ja, nimm den, aber wir würden quasi gegen Uhrzeigersinn. Gut, dann haben sie jetzt alle gut einen wegbekommen. Ja, dann hat er auch ordentlich einen weggekriegt. So, da muss ich kurz rechnen. Das sind dann... Ah ja, der sieht jetzt sogar noch ein kleines bisschen mehr angeschlagen aus als die anderen beiden. Sie können sich jetzt alle erstmal für die Runde nicht rühren. Wuhu! Das heißt, ihr rasiert die wahrscheinlich weg. Ach Gott, na hoffentlich. Dann haben wir nichts verloren, außer einem Hoden. Hoffentlich. Ja, ein bisschen wir aber dann. Wie viel Mana hast du mal gekostet? Das habe ich in der Liste. Moment. Nehme einfach die neuen Werte. Dann. Ich nehme an, du hast den stärksten, das heißt 3. Also habe ich 14. Ja, plus deine Kugel. Plus meine Kugel. Die nochmal 20 halten kann, weil du einfach ja, so viel Glück hast. Aktuell 14, ja, aber ja. Ja, gut. Okay. Sehr schön. Dann darf als nächstes. Moment. Alles falsch auf, so. Als nächstes darf die Katze. Ja, dann schmeiße ich meinen Stock, den langen, geraden, spitzen Stock, nach dem, der uns am nächsten ist. Du, so einigermaßen ein wie ein Speer. Hast du ein Talent dafür? Ich bezweifle es. Warum sollte ich? Ich guck mal eben. Ich habe Fernkampf für leichte Schusswaffen, Fernkampf für Bogen und Dolch. Weiß nicht, ob davon dann irgendwas passt. Fernkampf Bogen erschwert, weil das ist im groben Fernkampf, also halber Wert. Okay. Nee. Gut, du wirfst einen Stock und der Stock landet irgendwo. Ja. Irgendwo neben dem Typen. Okay, perfekt. Ist der Stock jetzt weg? Ich muss ihn nicht mehr schleppen. Muss ihn nicht mehr schleppen, das stimmt. Na denn. Ja, gut, dann als nächstes darf. Ja, darf der Bade. Na denn, ich. Inemine Mu und raus bist du. Ich gieß auf den, der am schwächsten aussieht. Gut, dann Würfel. 100. Oh. Wow. Wow. Wir spielen einmal im Monat, wenn's hochkommt. Ist das jetzt fucking Ricochet? Er schlägt dotzt von der Wand ab und er schlägt noch jemand weiter? Wir werden es sehen, je nachdem, wie viel Schaden du jetzt machst. Du darfst einmal 3 W10 plus 10 machen. Nee, Quatsch, du hattest einen Langbogen, oder? Das war ein Revolver. Achso, das war ein Revolver. Das wäre noch okay, schöner, wenn der einen Bogen hat und ich nicht. Hätte ich einen gewogen, hätte ich einen weitergegeben. Dann machst du ebenfalls 6 W10 plus 10. 6 W10 plus 10. Was? Ich habe irgendwas vergessen. 6 D10. Ah, D. Ja. Gut. Kann man mal machen. Oh, ziehst durch zwei durch. Was gut, muss denn da stehen? Dann guck ich mal, welchen von beiden du noch triffst. Triffst du. Kugel geht durch Nummer den einen einfach glatt durch und trifft den anderen auch. Gut. Dann muss ich jetzt kurz rechnen. Moment. Das sind 51. Ja, perfekt. Oh, fuck. Mal 2. Sind 102. Wie viel Leben hatten die? 100. So, du wolltest auf den ersten schießen. Dann muss ich einmal minus 28 machen. Der hier. Gut, der erste ist tot. Dann. Gut.
Was auf den zweiten? Dann hast du den zweiten getroffen? Ich hab, ja, den darfst du dir aussuchen. Ja? Entweder der hier oder der hier. Warte, okay, ich beschreibe, was passiert. Oh, wir sind nicht mehr im Kampfbereich. Du schießt auf den ersten. Du machst ihm einen glatten Durchschuss durch die Brust. Die Kugel prallt von hinten ab, trifft den nächsten im Kopf und mit dem restlichen prallt sie gegen eine Straßenlaterne und schießt dem letzten in den Kopf. Was zum Fick? Du hast über 100 Schaden gemacht und die hatten beide noch 30. Der andere 28, also... Wir sind nicht mal eine halbe Stunde drin und ich habe mit dem Revolver 3 Leute mit einem Schuss erledigt. Wow! Wenn es keine 1 gewesen wäre, hättest du nur einen erwischt. Aber eine 1, was soll ich machen? Oh, großer Gott. Ach du Scheiße! Jo. Ja, gut, dann brauchen wir die Kampfmap jetzt erstmal nicht mehr. Ja, GG ist. Gut. Einfach zum Zwerg und wirken mein Heilzauber. Ah, okay, ich bin wieder dran. Ich bin schon auf Seite 8. Die anderen haben gerade alles, okay. Alles getötet. Ich habe mir inzwischen ein Buch geholt und ich bin schon auf Seite 8. Ich habe inzwischen mal ein Buch gelesen, ich hatte eh nichts zu tun. Ja. Die Biografie von Gregor Gysi übrigens. Auf wie viel hattest du deinen Heilzauber? 1. Dann würde ich dir raten, den nicht zu benutzen, weil für Wunden ist der sinnlos. Ich bin eh schon geheilt. Für äußerliche Wunden? Also die Lebenspunkte hat er eh zurück. Die Lebenspunkte hat er wieder, er blutet halt jetzt gerade nur. Mhm. Ich glaube, 1 war Lebenspunkte, 2 war Wunden und 3 war auch für Vergiftung und sowas. Ich habe das übrigens während des Kampfes habe ich das provisorisch mit einem. Ich hab irgendwo ein Blatt rumliegen sehen, habe das dann irgendwie provisorisch gestoppt. Hast du den Efeu da reingeklatscht? Möchtest du dir denn vielleicht deinen neuen heilkräuternden Wundenversorgen-Trank machen oder so? Ja, nicht so. Ich warte darauf, dass vielleicht irgendwie. Willst du es denn machen? Mach das doch einfach. Wenn du es schon so fragst, ich warte eher, dass irgendjemand vielleicht der Zauberer einen Heilspruch für mich hat oder so weiter. Ich sehe gerade, dass der da irgendwas wirkt und bin da ganz gespannt, was der da macht. Kann ich den überhaupt auf 2 wirken, wenn ich den nur auf 1 habe? Kannst du aber nicht mit einer 23. 23 funktioniert nicht. Ja. Morty, bedenke, ich bin schwer zu verzaubern. Ja, ich weiß, vor allem deshalb. Dann hat sich das gerade erledigt. Dann hat sich das erledigt, genau. Dann sagen wir einfach mal, du wolltest ihn nicht benutzen, du wolltest nur so tun. Sympathisch. Placebo-Effekt. Ich hab mein Bestes gegeben. Zwerg halt, ne? Okay, macht's nicht. Oder? Nee, du blutest immer noch. Dann blute ich weiter. Ich hab das jetzt so. Ich hab zwischendrin. Ein Feigenblatt. Ich hab ein Ahornblatt von einem Baum genommen, das hat gereicht für meine Größe, um das. Um mir meinen. Auf wie viel hast du Pflanzenkunde? Das kriege ich hin. Ich hab mir irgendein Blatt von einem Baum genommen. Auf wie viel hast du Pflanzenkunde? Du wolltest ein Ahornblatt. Das muss ausrechnen. Wie groß sind Zwergenpenisse? Das reicht. Ich könnte mir auch einen Grashalm vom Boden nehmen, wahrscheinlich. Das wird reichen. Also wenn er jetzt nochmal kritisch fällt, dann packt er sich einfach Gift-Efeu in. Ja. Ja, deshalb frage ich, wie viel hast du Pflanzenkunde? 10 plus 14 habe ich, das ist 24. Okay, das reicht. Du erkennst ein Ahornblatt. Die sind relativ aufwendig. Ich habe irgendwo ein Ahornblatt gefunden und mach das mir. Wenn du unter 10 hättest, hätte ich dich würfeln lassen. Das reicht, um mir den Unterleib zu verbinden. Das Ahornblatt ist groß genug. Gut, es blutet trotzdem. Es ist nur ein Blatt. Ja, es ist. Was soll man machen? Du nimmst über Zeit weniger Schaden. Ein bisschen. Was soll man machen? Mich will ja keiner heilen. Ich hab versucht, Alter. So, ja gut, dann humpeln wir mal weiter. Ich humpel unter Schmerzen zum Richtung Haus. Oh. Okay, kommt der Rest mit? Ich wollte schon eigentlich schon vor dem Fight mir das Haus anschauen.
Ja. Wollte ich auch, ich hab da... Jetzt, also ich gehe erstmal die Heinis looten, die... Ja, gut, wenigstens einer. Und die ja. Munition. Gut, ihr beiden wollt looten. Scheißegal. Ja. Ja, loot. Das waren drei Leute, das heißt, ihr dürft, ich würfel dreimal... Hunderter? Zweite E-Gitarre. Ich will mindestens eine von den Waffen und die Munition dafür haben. So. Ob die noch brauchbar sind, das sehen wir gleich. Sollten sie nicht mehr brauchbar sein. Sie sind nur ja, aufs Maul geflogen, nachdem sie ein Loch im Kopf hatten. No. Vielleicht ist es Videospiellogik und die Waffen sind despawned, wer weiß. Ich würfe mal random einfach mal. So, diese Nummern habt ihr. Dann mache ich mal meine Bücher auf, was ihr so kriegt. Lass mich nicht irritieren, ich würfe einfach mal die 100, würfe einfach mal random, um mal zu gucken, ob das da... Nebenfalls so schön also. In der Mitte ist die 50, was wollt ihr? War klar, das nächste wird dann wieder eine 100. Das ist, jetzt habe ich eine 12 gewürfelt, das nächste wird dann wieder eine 100. Okay. Also der erste hat ein 12er Pack Eier dabei. In einem Rucksack. Wow. Welches davon war die Eier? 61? Das erste. Okay, weg. Kannst mir eins davon geben, vielleicht, ich brauche ja noch ein Ei. Ich habe einen schönen Korb dabei, wir können die da reinlegen. Mir fehlt ein Ei, ich bräuchte eins. Sind das frische Eier oder faule Eier? Dann kann man es wenigstens als Waffe verwenden. Hat der Zauberer... Kann riechen? Nein, das sind ja nicht meine Eier. Hat der Zauberer vielleicht einen Verwandlungs... Das sind unsere Eier. Hat der Zauberer vielleicht einen Verwandlungszauber, der irgendwie Sachen in ähnliche Sachen verwandeln kann? Ich meine, das ist ja theoretisch ein Ei, das kann man ja eventuell... Nein, mit einem guten Zauber. Kommt das ja. Mit einem Zauber wird's ein Drachenei. Perfekt. Dass wir dann gut. Auch in die Pfanne hauen und essen. Also, der zweite hat tatsächlich noch einen brauchbaren Revolver, aber hat auch gleichzeitig relativ großes Munitionspack mit 75 Schuss. Ui. Krieg ich das? Das ist klar, kannst du haben. Wer es möchte. Wir haben beide schon Revolver, also. Ja. Gut, nehme ich. Ein so bisschen Munition würde ich gerne abhaben. Ich habe jetzt nämlich. Achso, und ich sammle den Stock noch ein, weil warum nicht? Geh und sammle den Stock ein, nachdem ich den Revolver. Okay, dann wer von euch wollte den Schuss auch noch an Tavos, weil ich bin mein eigener Revolver, ich brauche keinen Schuss. Na dann. Wer von euch wollte den letzten looten, wenn wir schon dabei sind? Okay. Ich humpel weiterhin auf das Haus zu. Moment. Du findest. Moment, ich muss die Anzahl kurz würfeln. Du findest 7 Spinnen. Mein Waschbär stürzt sich sofort drauf und verspeist sie. Perfekt. Sehr gut. Ich schlage vor, wir hauen die Eier in die Pfanne oder sowas. Haben wir eine Pfanne? Habt ihr eine Pfanne? Warte. Nee, aber man kann sich ja einen flachen Stein suchen und die da drauflegen. Wollt ihr nicht zum Haus mitkommen? Läuft ja, der jetzt an? Vielleicht gibt's im Haus eine Pfanne. Kann läuft ja allein hin? Ich laufe jetzt allein zum. Also ich würde mir jetzt erstmal gerne das Haus anschauen. Okay. Also ich bin schon fast beim Haus angekommen. Also ich will. Ja, wir überholen dich, weil du humpelst eben gerade. Modi, weil das. Langsam. Sobald ich beim Haus angekommen ist, weil das erste Mal so geklappt hat, würde ich gerne auf Wahrnehmung würfeln. Würfel bitte auf Wahrnehmung. Wird jetzt gucken, ob da irgendwas Kräutermäßiges ist in der Nähe des Hauses. Nein. Hat so gut geklappt. Oh, 42, das ist... Ich habe 30 auf Wahrnehmung, also ich habe es nur leicht verkackt. Also das ist nur... Du siehst keine Kräuter, aber du siehst, dass ein paar Leute auf euch zukommen. Ah, schön. Oh. Ich halt meinen überliebenden hohen Sack fest. Darf ich da auch auf Wahrnehmung würfeln? Ja. Ich fass mir schnell an den hohen Sack, der noch übrig geblieben ist. Ich habe 70. Den halte ich fest. Oh, ja, du siehst, dass da ein paar Leute auf euch zukommen. Ja, würden wir uns mal angucken, was für Leute da kommen. Sollen abhauen. Die sehen nicht so übel aus wie die letzten mit ihrem... Na, Gott sei Dank. Mit ihren Rucksäcken und was auch immer sie anhatten. Das habe ich jetzt nicht genau beschrieben. Ich ziehe trotzdem... Sie sind bewaffnet. Sie sind bewaffnet, aber nicht schwer. Ich ziehe meine Axt und mache mich kampfbereit, weil die letzte Person, die auf mich zukam, hat mich einiges gekostet. Ich schmerzverzerrt ziehe ich meine Axt raus. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie kampffähig bin, aber ich stehe dort.
Ich nehme Abstand vom Zwerg. Ich sehe da erstmal Leute mit Waffen auf mich zukommen. Das letzte Mal hat mich das viel gekostet. Ich bin in Angriffsbereitschaft. Ja. Okay, also ihr seht zwei Menschen auf euch zukommen. Und die fragen euch, wer ihr seid und was ihr hier macht. Wo ihr herkommt, die haben nämlich die Schüsse gehört. Ich brülle nicht gegen Bessel. Die haben die Schüsse und irgendwer hat geschrien, als hätte ihm jemand den Hoden abgeschossen. Ich ruf zurück, sag ihr erstmal, wer ihr seid. Ihr habt ein gutes Gehör. Ich drohe. Das ist hier nicht ungewöhnlich. Modi, ich drohe. Sind die da immer drauf? Er guckt kurz hinter euch. Oh, die, ja. Die auf jeden Fall. Die liegen das. Modi, ich droh mit der Axt und. Nicht mehr. Ich droh mit der Axt und rufe ihn zu. Erstmal sagt ihr mir, wie ihr seid. Das ist. Okay. Seid ihr Freund oder. Revolver und dreh ihn um den Finger. Jetzt schießen sie nicht mehr in Hoden. Seid ihr Freund oder Feind? Gut, ich stehe angespannt mit der Axt reden. Da. Ich kann mich nur auf einen konzentrieren. Lass die mal reden. Ich halte mich auf. Ich rede gerade, ich rufe den schon zu. Wer seid ihr und was wollt ihr? Lass den Zwerg rufen, was tut er? Ja, der Zwerg brüllt die voll. Der Zwerg ruft ihnen zu, wer seid ihr und was wollt ihr hier? Was wollt ihr von uns? Ich halte meine Axt weiterhin angespannt in der Hand. Kampfbereit. Okay. Was passiert? Es ist wirklich schlimm gerade. Was passiert, Modi? Gut, der eine, der größere von den beiden, antwortet dir. Wir sind die zwei Wachposten von einem Krankenhaus da hinten. Wir haben die Schüsse gehört und wir dachten, wir helfen. Hier gibt's überall angeblich noch Leute, die sich verstecken. Und diese ganzen Überfälle in letzter Zeit, diese ganzen verlorenen Hoden. Das Zwerg kann's brauchen, das Krankenhaus. Ja, ihr seht alle aus, als könntet ihr es brauchen. Ich ruf den zu. Ah, es hat nur der Zwerg was abbekommen, oder? Ich ruf den zu. Ihr seht trotzdem nicht mehr gut aus. Ich kann irgendwann eine Dusche gebrauchen. Ich ruf den zu. Ihr seid, ihr werdet mich nicht an, ihr werdet uns nicht angreifen. Fragezeichen. Der Zwerg, der hat zum einen Hoden verloren und zum anderen sein. Gehört nicht unbedingt zu den gehirnlich aktivsten. Ich frag sie, ob sie uns angreifen oder ob sie uns zum Krankenhaus bringen können. Die sind beide gerade etwas verwirrt und entschließen sich, euch zum Krankenhaus zu bringen. Okay. Um das mal abzuschließen. Dann ist das Haus also ein Krankenhaus. Ja. Okay, beziehungsweise Lager für die ganzen Leute, die sich am Anfang geweigert haben, diese Stadt zu verlassen. Ich lasse entspannt meine Axt wieder sinken und folge und lasse mich von denen zum Krankenhaus führen. Transportieren. Okay, sehr schön. Dann kommt ihr da. Ich klicke hier gerade Sachen. Moment. Wir hören das. Scheiße, man hört die Klicks noch? Mist. Ja. Ja. Ah, ich dachte, das hätte ich mittlerweile raus. Ah ja, dann sei es drum. Dann hört ihr halt die Klicks. Also, ihr kommt dann zum Krankenhaus. Ihr werdet reingeführt, ihr werdet kontrolliert. Eure Waffen werden euch, nennen wir es mal, abgenommen. Sie werden eingelagert, wie bei allen Leuten, die das Ding betreten. Ich wehre mich ein bisschen, als mir meine Waffe abgenommen wird. Ich gehe. Willst du dich wirklich wehren? Ich wehre mich nur ein bisschen, also ich lasse mir abnehmen, aber möchtest wieder. Möchtest du dich wehren oder nicht? Nicht nein, wirklich. Nur rumgrummeln. Nicht wirklich. Ich halte es ein bisschen fester. Okay. Ich halte es ein bisschen fester fest, aber ich lasse es mir da abgeben, also nur unter großem Protest gebe ich es ab. Okay, der Zwerg macht also, was ein Zwerg macht. Gut. Er ist ein Zwerg, ja. Ja. Und lass mich dann von dem Arzt auf die Station begleiten. Ja, viel Spaß dabei, einen Arzt zu finden. Ich meine, ihr findet gleich einen Arzt, aber es ist ein umfunktioniertes Krankenhaus, nennen wir es mal so. Es ist mehr provisorisches Lager. Es erinnert euch sehr an das Zeltdorf, das ihr vor einer Weile. Tun wir mal so, als wäre es gerettet habt. Okay, ich sag mal so, ich schau mich.
ich schaue mich um, ob irgendwo ein Heiler oder irgendwas, ob irgendwo jemand ist, der mit Bandagen umgehen kann oder mich irgendwie. Ich guck mich um, ob da jemals nach einer Krankenschwester oder was aussieht. Guckst du dich um oder fragst du jemanden? Ich guck mich natürlich erstmal um. Wahrnehmen bitte einmal. Oh, wenn ich jemanden finde, der so aussieht, dann frage ich ihn, ob was auch ist. Ich guck mich um nach einem, der am meisten Ahnung, am meisten zu sagen hat. Okay, habe ich nicht geschafft, nur mit 5 Punkten drüber. Habe ich knapp nicht geschafft. Nein, du findest aber ein kleines metallenes Behältnis mit Pisse. Da kann er nachfüllen, falls er seine Fiole leer getrunken hat. Ich gehe weiter und guck mich weiter um. Gut. Man will ja auch beim Konzept bleiben. Also, der Zauberer möchte jemanden finden, der aussieht wie eine Art Anführer. Ja. Ja, findest du tatsächlich, da brauchst du auch nicht drauf würfeln, es ist nämlich relativ offensichtlich. Ja gut, dann latsche ich dir mal hinterher. So. Ich gucke weiter, ob ich noch irgendwas von der Heilungsmäßiges finde. Mist, wo hab ich denn? Ah, das ist die andere. So, ich kann euch den Typen auch mal zeigen. Mhm. Oh, ist nämlich, das kenne ich ist doch, nämlich, die Karte. Die hier? Ja. Oh, verdammt. Ich hab vergessen auszublenden. Ich hab vergessen, Dinge auszublenden. Verdammt. Yep. Das war die falsche Karte. Dann? Das war die falsche Karte, wie es ausschaut. Okay. Das ist die Karte von unserem One-Shot nebenher, der nicht wirklich zum One-Shot geblieben ist. Aha. Ja. Okay, kriegen wir jetzt eine Karte rein, oder? Einfach nicht. Ihr kriegt ein Bild. Ich hab nämlich den Typen vorbereitet. Okay. Ich hab euch wirklich auf die falsche Map gezogen. Kopf raus. Ja. Gut. Passiert. Wir sehen noch kein Bild. Ja, ich beschreibe euch erstmal. Es ist nämlich ein älterer Mann, etwas abgeranzten weißen Kittel, Hemd darunter, Hose, Schuhe, alles. Sieht noch gut erhalten aus. Im Gegensatz zu den meisten anderen. Das ist er. Ich hoffe, man sieht's. Im Stream auch. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt ist weiß. Moment, ich hab's auf die falsche Ebene gezogen. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Wer malt jetzt gerade dahin? Ich. Ja, das ist er. Auch mit dem kleinen Zwergenpenis. Der Zwerg macht in der Zwischenzeit ein Selbstporträt. Auf welche Ebene habe ich das gezogen? Auf die hier. Lol. Machen wir es auf die Kartenebene, so. Ja. Ja. Sieht wie ein altes Großmütterchen aus, aber in männlich. Ja. Ich rufe den anderen zu, frag doch mal nach einem Arzt für mich. Irgendwas, wenn er mir helfen kann. Jo. Gibt es hier irgendwo einen Arzt? Ich rufe durch den Raum. Gibt's hier irgendwo einen Arzt? Gut. Okay, ihr seht ihn und geht auf ihn zu. Ja. Dann? Ich rufe, gibt es hier irgendwo einen Arzt? Ja. Dann möchte ich mal wissen, was er jetzt genau tut. Wie sprecht ihr ihn an? Was wollt ihr? Was tut ihr? Yo, Bro, was geht ab? Nein, du bist nicht mitgekommen. Geh weg. Natürlich bin ich mitgekommen. Ich bin vorangegangen. Wir werden sterben. Nein, wir fragen ihn. Okay, das heißt, eine finstere Gestalt da draußen. Der Zauberer darf ausspielen. Oh Gott, nein. Oh Gott. Ich werde also keine Heilung kriegen. Doch. Was gesagt wird, wird gesagt. Ja. Er passt sich den Gepflegenheiten an. Ich mache auch noch so drauf, so. Ich klopfe jetzt mal auf die Brust und mach Peace. Oh, wenn schon, denn schon, okay. So was geschieht, Spielleiter. Entschuldigung, ich muss kurz den Charakter umschreiben. Moment. Wie reagiert der Charakter? Ich schlag mir vor den Kopf und schüttel den Kopf. Sepp aus Nervatina wieder. Ja. Gott. Ich habe nicht damit gerechnet, aber es gefällt mir, was mir gerade in den Kopf kommt. Es sind 40 Minuten in Kampagne und es ist schon so unfassbares Chaos. Ich liebe es. Modi, es passiert im Pen and Paper was du nicht gedacht hättest. Oh mein Gott.
Ja, ich habe nicht damit gerechnet, einen Charakter entsorgen zu müssen, aber gut. Es passiert in einem Abenteuer irgendwas, womit du nicht gerechnet hast. Das gab es ja noch nie. So. Ich bitte darum, dass der Zauberer jetzt sein Gespräch ausspielt. Also, bitte nochmal ansprechen. Yo, Bro, was geht ab? Peace. Wie antwortet er? Er antwortet mit, yo, Bro, nur ein bisschen Leben retten und so. Kennst du. Und macht auch Peace. Und holt sich aus der Brusttasche eine Sonnenbrille. Ich humpel. Ich guck ihn ungläubig an und schüttle den Kopf so stark, dass ich fast Kopfschmerzen bekomme. Ich humpel derweil zu denen rüber und mische mich auch ins Gespräch ein. Okay. Ich bin irritiert, aber fasziniert. Spielt das Gespräch, bitte. Ja, ich frag den Typen, hast du Heilung für mich? Kannst du mir irgendwie helfen? Ich blute hier. Und zeige auf die blutende Stelle. Bitte helfen Sie mir. Mach die Hose auf und zeig drauf. Nö, die Hose ist auch schon mittlerweile ziemlich durchblutet. Das ist relativ gut sichtbar. Ich fände meine Idee besser. Ja. Okay, dann... Ja klar, kein Problem. Er nimmt kurz aus seiner anderen Tasche Nadel und Faden, kniet sich hin, guckt noch auf dich runter, legt sich hin, macht ein paar Handgriffe und du blutest nicht mehr. Okay, ich wurde genäht. Perfekt. Sehr schön. Ja, danke. Ja, du wurdest einfach mal so nebenbei genäht. Oh Gott, ich drehe mich um und gehe wieder raus und durchsuche nochmal die Leichen. Ich hätte nicht gedacht, dass der nächste Bossgegner cringe wird. Ich auch nicht. Also nicht, dass das ein Bossgegner ist, aber cringe ist ein Bossgegner. Ja. Ich gehe wieder raus. Ich halte das nicht aus dem Kopf. Oder ich gehe mit irgendwem anders sprechen, aber nicht mit dem. Ich komm mit der Katze mit. Okay. Bitte Gespräch aufspielen. Oh Gott. Los geht's, ihr seid dran. Sprecht. Sprecht, bitte. Was geht hier so ab, Bro? Was antwortet Mordi? Ich muss kurz überlegen. Fuck. Aber Spaß wurde ernst. Ein bisschen der Spannung. Jahre. Ja. Okay. Ich brauche mehr Alkohol. Silvana und Gorin gehen raus, gehen in den Halle. Nee, komm, lass nicht ganz raus, nicht raus. Nee, wir gehen dort wir in den Halle. Wir bleiben lieber drin und hören mit halbem Ohr zu, aber wir gucken mal, ob wir da wen finden, mit dem man sich unterhalten kann, mit einem normalen Mensch. Wir gucken nach anderen Menschen, mit denen man sich unterhalten kann. Was anderes Sinnvolles herausfinden können. Okay, bitte jetzt nochmal das Gespräch und wir konzentrieren uns nur darauf und ignorieren einfach mal den Cringe. Wir lassen uns drauf ein. Okay, habt Spaß. Der Zwerg und ich gucken uns einfach in dem ganzen Raum einmal um. Ja. Okay, das machen wir gleich, bitte. Ich will jetzt dieses wirklich schlimme Gespräch hinter mich bringen. Ja, ich will warte auf eine Antwort. Tut was. Was geht ab, okay. Bro? Also was geht hier ab? Er überlegt kurz. Guckt sich um. Ach, nur Alltag Apokalypse, Bro, und so. Kennt man. Das Übliche. Manchmal ein bisschen rauchen, dies, das. Bisschen chillaxen. Ich guck so Richtung Zwerg. Ja, Netflix und so läuft. Ich besser verstehen. Was? Netflix ist online? Diese Welt hat noch Internet in der Apokalypse? Offensichtlich. Nice. To be fair, wir wissen ja nicht, was Internet ist, aber egal. Genau. Netflix in Chillen. So. Frag den doch mal aus, wo das hier überhaupt, also was, wo wir sind, wann wir sind und so Sachen. Frag du doch. Nee, ich bin gegangen. Ich rufe euch Infos von dem cringigen alten Mann. Ich rufe quer durch den Raum von der anderen Seite. Wo sind wir? Er muss mich gehört haben, weil ich schreie ziemlich laut. Ich deute Richtung Zwerg und nicke einfach. Er nickt zurück, er versteht.
Er schnipst auch einmal und zwei bewaffnete Leute mit einer Zwangsjacke kommen. Ich wollte euch gerade helfen, das weiterzumachen, das weiterzukommen, aber how about vorankommen im Abenteuer, das ist... Gut, der Zwerg wird erstmal für die nächsten paar Stunden einkassiert, bis er sich beruhigt hat. Ey, der bleibt schön hier. Wollt ihr kämpfen? Nein. Wieso kämpfen? Wollt ihr sie angreifen? Wollt ihr sie davon abhalten, den Zwerg einzukassieren? Nein. Oh Gott. Immer so schnell eskalieren muss. Gut, okay, dann ich mach da mal Pause, ihr macht später mal weiter, wir sehen uns Ich kann nicht dafür, dass du immer sowas machst. Mach mal weiter. Ich spiel dann mal weiter. Ihr schreibt mir auf Discord, wenn ich dann wieder da dran bin, das ist dann ich mache mir mittlerweile Abendessen oder so, spielt mal weiter. Ich lasse den Stream an. Na denn. Oh. Okay, sind wir denn endlich losgeworden? Gut, das war das höchste Ziel. So. Ja, Streamer loswerden ist immer schön. Streamer loswerden ist immer gut. Macht immer Spaß, okay, mit euch zu spielen. Also, findet Infos. Wollte ich gerade, ja, aber was soll es. Was ist hier passiert? So allgemein, also warum, was für eine Apokalypse hier abgeht und warum es hier so ist, wie es ist. Also so viel weiß ich da jetzt auch nicht. War eigentlich ganz ruhig, dann war es nicht mehr so ruhig, dann war so ein komisches Summen. Dann kam ein Blitz vom Himmel, dann ist der große Turm aus dem Boden gewachsen. Alles drumherum ist mit so einem schwarzen Zeug überzogen und seitdem sind wir hier abgeriegelt und versuchen zu überleben, während ein Haufen Monster kommen. Regelmäßig. Immer wieder. Jeden Tag. Wann ist es jeden passiert? Tag. Schwer zu sagen. Zeit und so. Ich glaube, entweder vor 2 Jahren oder vor 2 Tagen. Ich weiß das nicht mehr so genau. Oh Gott, der ist voll dicht. Ja, ist er? Ja, mein Gedankenlesen ja gar nicht mehr, ne? Nein, du hast Gedankenlesen nicht mehr. Schade. Ich habe auch mein Magierlicht nicht mehr. Das war so wichtig. Gut, was tut ihr? Es steckt gerade ein bisschen. Ja, ihr zwei seid mit dem am Quatschen. Wenn ihr fertig seid, würde ich mich jetzt umdrehen und mit irgendwem hier sprechen, der seriöser aussieht als der da. Seriös aussehen tut er ja, er ist es bloß nicht. Ja, stimmt. Okay, ich frage einfach nochmal, was nochmal den schwarzen Turm genauer beschreiben soll. Schwarzer Turm, wir haben mal geguckt, aus was der ist. Wir haben keine Ahnung. Ist wahrscheinlich dasselbe Zeug, was da aber rausläuft. Dieses lebende, schwarze, was auch immer, Schleim-Dinger, die komische Sachen mit Leuten machen. Nur in Fest. Das ist unsere Analyse bisher. Aber es sieht aus wie ein großer Penis, das ist lustig. Schön, wie trocken du das ausdrückst. Er sieht aus wie ein großer Penis, das ist lustig. Was macht das schwarze Schleimzeug mit Menschen? Das ist schwer zu beschreiben, kann ich euch mal zeigen, kommt mal mit runter. Und er geht in Richtung Treppen. Okay. Komm mal mit. Da okay, geht dann ihr auch kommt hinterher. Das heißt was. Gut, ihr seht doch, wie der Zwerg in ein Zimmer geschleppt wird. Okay, immerhin wissen wir, wo der ist. Ich winke. Tschüss. Schön. Zwerge möchte aus der Kinderabteilung abgeholt werden. Zwerge möchte aus der Kinderabteilung abgeholt werden. Später. Und er hat sich wirklich verpisst. Hat er. Ja, hat er. Er macht sich Essen. Oh ja. Ja gut, ich kann nicht zu seiner Entscheidung. Wie ein Wahnsinniger mitten auf dem Gang rumbrüllen in einem Krankenhaus. Nicht die schlauste Idee. Kann Wymie ja dann auch machen, wenn sie Essen machen will.
Da gibt's Möglichkeiten. Das widerspricht meinem Charakter. Ja. Gut, also ihr kommt runter, ihr seid in so einem dunklen, nur von so zwei, drei, gerade so provisorisch angeschlossenen Lampen, beleuchteten laborartigen Ding. Und auf dem Tisch habt ihr ein paar scheinbar Tote und irgendwelche von diesen Schattendingern, die ihr schon von früher kennt. Und dann war fängt der Schattendinger wie der Boss in der Höhle? Wie? Tatsächlich ja, nur kleiner. Okay. Also eine Fledermaus. Ein Ledernacken. Lederlappen. Es könnte auch ein Lederlappen sein, wenn es nicht in seinem Käfig da hin und her. Ich würde sagen, fliegen würde. Wie so eine Fledermaus. Sag ich doch, Fledermaus. Ja, ein Lederlappen. Sag ich doch. Okay, ich würde mir gerne mal ich würde gerne die Leichen untersuchen. Mhm. Als du näher rangehst, sagt er, bitte nicht zu nah rangehen, der könnte noch beißen. Okay, finde ich Handschuhe. Ich ziehe mir Handschuhe an und untersuche. Okay, du untersuchst. Findest heraus, dass das, was da auf dem Tisch liegt, das fällt in die Kategorie Untote, funktioniert aber scheinbar komplett anders als das, was du kennst. Also nicht wirklich nekromantiemäßig, sondern irgendwie anders. Irgendwas anderes ist damit. Und es scheint auch keinen bewussten Verstand mehr zu haben, im Gegensatz zu den Toten, die du kennst. Okay, kann ich untersuchen, ob das magischer Natur ist? Das kannst du machen. Guck ich mal eben. Habe ich mich nämlich noch nicht entschieden. Ja, es ist so eine Art Magie, aber auch nicht wirklich. Nichts, was du kennen würdest. Es ähnelt aber dem, was dieses Ding damals in dem Zimmer von der Hexe ausgestrahlt hat. Oder der Untote lebt noch, ja? Also, unlebt. Er lebt zur Hälfte. Er bewegt sich auf jeden Fall. Tut eine Leiche auch nach ein paar Tagen. Okay, dann würde ich den Obermoff da fragen, darf ich ihn umbringen? Wenn du das schaffst. Also ihr kriegt ihn nicht bewegungsunfähig. Wir haben alles versucht, wir hatten Messer, wir hatten Schusswaffen, wir haben ihn verbrannt, wir haben ihn ertränkt. Wir haben Körperteile abgeschnitten, bisher hat nichts funktioniert. Dann würde ich versuchen, eine Kugel aus Feuer mit schwarzen Flammen und dann quasi auf den Kopf draufzulegen. Dann und mach das. Geh vorher aus dem Raum raus, bitte. Dann auch mal reinschießen, wenn du Bock hast. Oh. Kann ich den irgendwie rerollen? Weil wir ja jetzt Du hast noch deine Dingenspunkte. Die Geistesblitzpunkte. Ich hab die jetzt zwar nicht mehr auf dem Charakterbogen drauf, aber dann. Ja, reroll. Ist egal. Dann reroll. Ja, sieht schon besser aus. Okay. Das schaffst du. Es verbrennt. Es schmilzt sich quasi durch den Kopf und verschwindet dann. Er hört aber trotzdem nicht auf, sich zu bewegen. Interessant. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hinschießen soll. Ja, ich würde das gleiche nochmal am Herz probieren. Okay, dann mach dasselbe nochmal beim Herz. Nice. Gut, das ist über eine 90. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Moment. Oh, Libram? Ja, natürlich. Also erstmal funktioniert es auf jeden Fall. Ach. Lasst mich mal kurz die andere Würfelseite checken. Moment. Da hol ich eben ganz kurz was zu trinken. Ach stimmt, geheimes Würfeln. Ja. Oh je, was wird das jetzt? To be fair, es ist ja ein positiver Crit, aber trotzdem. Wieder da. Ja, wir sehen gleich, was es wert.
Falls es überhaupt so weit kommt, dass ihr es jetzt schon merkt. Oh nein. Was wird's sein? Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß es nicht, ich suche noch. Oh, ja gut. Das ist das nicht. Ich hab's halt jetzt nicht auf dem PC offen, deshalb muss ich auf dem Handy irgendwie tippen, bis ich das Richtige finde. Oh. Das ist natürlich unpraktisch. Ja, ich habe aber auch keinen Bock, das jetzt gerade zu suchen. Im Zweifelsfall ist die PDF immer noch unter Sammlungen. Okay, gut. Moment, das war positiv, ne? Ja. Ich hab Bock, mal ein bisschen zuzuhören. Also der Zauberer versucht hier gerade die komische Monsterleiche zu pulverisieren. Gut. Also, bei positiv hat... Ob ich die irgendwie töten kann. Weißt du was? Scheiß drauf, es wird einfach der Effekt. Ist zwar nicht positiv, aber... Oh oh. Ey! Es ist mir wirklich zu dumm, da jetzt zu suchen. Es gibt fast nichts Positives hier. Ihr kommt gut, ohne mich zu leicht. Normalerweise darf ich würfeln, den Effekt. Willst du den Effekt nochmal würfeln, dann würfel doch mal. War das 1000 oder 10.000? 10.000. 10.000. Mach's halt offen, wenn du meinst. Okay. Ah. 4.311. Gut, du schwillst dich durch und währenddessen verpufft die Kleidung von dem scheinbar Toten. Okay. Wunderschön. Ja. Hast du ihn gekillt? Nee, der bewegt sich immer noch. Ah. Ich schieße ihm in den Schritt. Er ist tot. Ja gut, dann schieße ihm in den Schritt. Du hast doch gerade gesagt, er wäre nicht tot. Also bewegt sich noch. Bei Zwerg, das super funktioniert. Dann mach's. Du musst auch keinen Angriff würfeln. Du schießt ihm in den Schritt, da steckt jetzt ein Pfeil. Er bewegt sich trotzdem noch und die Wunde am Kopf fängt auch schon an, sich zu schließen. Eine Kugel. Ja. Wunde am Kopf fängt auch schon an, sich zu schließen. Also der Kopf fängt an, sich zu regenerieren. Ja. Okay, da haben wir immer noch keine Stelle gefunden. Na, es gibt mir ähnliche Energie wie dieses Schattenviech bei der Hexe. Weil er hat gedacht, die gehen diese schwarzen Flammen ebenso wie der Lederlappen empfindlich. An dem hast du es noch nicht probiert. An dem habe ich es noch nicht probiert. Aber du wolltest ja erstmal bei der Leiche probieren. Ja, genau. Also du findest nichts raus, was das Ding dauerhaft unschädlich machen könnte. Dann frage ich, ob ich das bei einem der kleinen Lederlappen probieren darf. Wenn du jemanden ja, das Angst hätte. Die könnte funktionieren, aber... 23 hast du damit geschafft, nehme ich an, also... Ist ja nur Elementarzeugung, also es ist Kapazität 1, also von daher. Ja, du hältst die Flamme daran, das Ding fängt an zu brennen, bewegt sich nicht mehr und ist nur noch ein Haufen Asche am Boden. Ehrlich. Was ist mit den Viechern? Habt ihr die irgendwie töten können? Weil ich hab's gerade geschafft. Bisher tatsächlich nicht. Das ist gut. Wie genau habt ihr das gemacht? Und er nimmt einen Notizzettel raus und einen Stift. Laut meiner Ansicht nach bietet die elementare Magie zusätzlich zu den Grundelementen noch Schatten und Licht. Und ich habe jetzt einfach meinen Feuerball sehr in Richtung Schatten modifiziert. Als Ergebnis die schwarze Flamme. Ich halte die schwarze Flamme noch so demonstrativ hoch. Ich schiele interessiert nach dem seltsam aussehenden Federstift-Ding irgendwas. Überlege, ob ich es verstehe und verstehe es nicht.
Schön. Okay. Er macht sich auf jeden Fall Notizen. Okay, das ist interessant. In die Richtung haben wir noch gar nicht nachgedacht. Das heißt, wenn wir dann... Glaubt ihr, ihr könnt das jemandem beibringen, der sich mit diesem ganzen Zauberzeug auskennt? Ich habe dazu eine ganze Abhandlung hier. Jetzt hol meine eigene Abhandlung raus als Buch. Unterschrieben, also, bitte. Ich denke, das sollte ich hinkriegen. Weißt du nicht, ob ihr es lesen könnt? Nein, bloß nicht mir. Ich bin ein Mann der Wissenschaft, nicht von Zauberei und dem ganzen Schwachsinn. Aber ich kenne euch. Ich zeige fassungslos zu dem Aschehaufen Schwachsinn. Er überlegt länger. Die Minuten vergehen. Wow, der muss echt high sein. Also ich kenne da auf jeden Fall jemanden. Wenn ihr sagt, ihr könnt das jemandem beibringen, dann habe ich einen Plan, wie wir die ganze Sache hier endgültig beenden können. Das können wir machen, aber ich würde mir gerne nochmal die Leichen untersuchen, ob da jetzt wirklich irgendeine Leiche ist, die sich nicht mehr bewegt. Nein, tatsächlich nicht. Die scheinen alle relativ animiert zu sein. Also bewegen sie sich mehr als vorher? Nein, genauso. Ach so. Die wirken aber immer noch wie von Anfang an, als würden sie euch umbringen wollen. Ja, da überlege ich, ob es vielleicht irgendwie einen Zusammenhang zwischen den Lederlappen und den Leichen gibt, aber... Zumindest nicht so direkt anscheinend. Nee, gibt es nicht. Ja gut, okay. Herr Wissenschaftler, Bro. Du machst Anführungszeichen, oder? Hä? Du machst wahrscheinlich Anführungszeichen, oder? Ich mache Anführungszeichen. Das war ein hörbarer Anführungszeichen. Das war ein hörbarer Anführungszeichen. Schön. Okay, er gibt euch den Plan. Und zwar, der Plan besteht aus Folgendem. Er arbeitet momentan an einer Maschine, die diesen ganzen Turm vollständig zerstören bzw. in eine andere Welt schicken soll, weil Physik und so. Mhm. Bisher hat es im kleinen Maßstab funktioniert, aber dieses ganze schwarze Zeug hat bisher dagegen gewirkt und sich dagegen gewehrt und es endete eigentlich nur in Katastrophen. Kleinen bis großen Ausmaßes, er zeigt euch auch den Testraum, der eigentlich nur noch aus verbrannten Wänden besteht und einer Maschine in der Mitte. Oh wei. Und der Plan ist, er braucht noch ein paar weitere Teile, die bekommt ihr. Jetzt muss ich gerade. Ich ziehe euch mal wieder auf die Map. Ich hoffe, das ist das Richtige, ja. Gut, ihr braucht ein paar Teile. Die Lieferung sollte hier unten am Hafen kommen. An dem Hafen mit dem Totenkopf. Ihr müsst einfach nach einem Typen mit einem kleinen Boot und sehr viel Gold am Körper Ausschau halten. Es ist Capital Bra. Ja. Anschließend, beziehungsweise auch, müsst ihr die letzte Gruppe von Runenzauberern finden. Die befinden sich hier, haben sich hier im Shopping Center eingenistet. Sergi, du musst mal ein bisschen rauszoomen, man sieht nicht alles. Aha. Ach, ich meine. Das überwache ich nämlich nicht. Juckt jetzt. Hey, komm, du darfst gleich wieder. Ja, damit ich bin gerade. Ich hab grad auf die Zelle gezoomt, in der ich als Zwerg verhaftet im Dingshemd lag. Gut. Okay, die müsst ihr finden, dann kann die Maschine soweit präpariert werden. Um das Ding reinzukriegen, braucht ihr eine Ablenkung, die die ganzen Wachen und die Aufmerksamkeit von dem ganzen Zeug da drumherum auf sich zieht. Und er hat euch nicht genau die Details genannt, aber die findet ihr wohl oben im alten Park. Das sind die drei Locations, von denen ihr Dinge braucht. Muss ein trauriger Park sein, wenn er nur einen Baum hat. Es ist eine schemenhafte Map. Komm. Ja, gut. Gib mir doch wenigstens so viel Zeit. Wo ist euer Magier, dem ich die schwarze Flamme beibringen soll? Das ist dieser Runenzauberer,
das sind die letzten Zauberer, die es in der Stadt überhaupt noch gibt. Das ist so eine Gruppe von leicht bis mittelschwer Kriminellen, die sich geweigert haben zu gehen, weil sie glauben, dass sie die ganze Situation für sich ausnutzen können. GG. Ja, so richtig sympathische Kerlchen. Ja, sehr sympathisch. Die haben auch das Museum versiegelt, also so schlimm können sie nicht sein. Ja, mein. Hat unser Zwerg seine Nazi-Uniform für sich geholt. Ja, und habt ihr vielleicht noch irgendwo Unterstützung für uns an Ausrüstung, an... Ja, habt ihr was für uns, was wir mitbringen, was wir mitnehmen können, was uns was hilft? Irgendwie Verbandszeug oder sowas? Bogen vielleicht. Gut, jeder von euch kriegt ein Item. Jeder von euch kriegt ein Item. Vor der Abreise kommt der Zwerg frisch gewaschen. Oho. Sauber und mit mehreren... Er wirkt sehr, sehr entspannt. Auch wieder zu euch. Haben die den gebrainwashed oder was? Wir haben ihn gewaschen. Ja. Also weißt du, das mit der Nazi-Uniform und mit nur einem Hoden passt schon irgendwie sehr gut zusammen. Ja. Finde ich übrigens eine gute Idee, den Streamer vom Stream auszuschließen. War bisher mal eine gute Taktik. Ja, es tut mir leid, du schreist mitten im Krankenhaus voller Leute wie so ein Wahnsinniger rum. Ich habe versucht, das scheiß Gespräch, in dem wir seit 10 Minuten feststecken, mal ein bisschen fortzuführen. Wenn man das erbrechen würde, dann könnten wir auch mal Fortschritte machen. Wir haben jetzt Fortschritte gemacht. Also, ihr kriegt Items, bevor ihr aufbrecht. Und zwar, wer von euch möchte das erste? Packung Eier. Wer von euch möchte das erste? Ja, ich das. Gut, du kriegst einen Goldring. Der strahlt auf jeden Fall Magie aus. Na, das ist dann doch mal was Gescheites. Das ist doch was Schönes für den Herrn Magier. Wer ist der Zweite? Kannst du gleich machen. Wer ist der Zweite, der es will? Oh ja, ich nehme. Alles klar. Kein Stress, ich nehme zum Schluss. 71. Falls du überhaupt was kriegst. Vielleicht nicht unbedingt bei den Kräutern gucken. Aha. Wenn es jetzt eine magische Geige ist, dann schreie ich. Das wäre dann das vierte Musikinstrument in meinem Inventar. Nein, du kriegst tatsächlich einen silbernen Dolch. Warum auch immer. Das Ding, was ich rausgeschmissen habe nach der Proberunde. Exakt das. Es sieht auch sehr, sehr alt aus, seltsamerweise. Oh, nee. Ich guck mir den Dolch an und seufze. Er ist ja da. Bruh. Das Ding verfolgt mich. So, wer will Nummer 3? Ach, ihr bringt uns Zwerg. Ne, okay, 87. Mach eine 88 draus, dann passt das ganz gut zum Charakter. Ja, gut, dann kriegt der Zwerg die 88. Das passt ganz gut zum Charakter. Okay, der Zwerg will die 88. Der Zwerg bekommt eine Peitsche. Ah, passt. Sehr gut. Lack und Leder, Outfit complete. Jacke, ja. Exakt. Gut, ich kann nicht für die Würfel, also. Oh Gott. Wunderschön. Okay, dann was kriege ich jetzt? Komm, für die Items kriege ich. Okay, gut, die Nummer 41. Aha. Ah, das ist Bullshit. Ach was. Du bekommst eine goldene Halskette. Eine goldene Halskette? Voll Klischee. Nee, warte, die kriege ich doch. Du hast einen Ring. Du hast den Ring. Ach ja. Gut. Wer von euch auch immer, ihr habt auf jeden Fall zwei magische Sachen. Nicht so, als könnte man nicht untereinander rumtauschen. Nein, geht nicht. Ich behalte meine Peitsche. Ja, dann würfel ich kurz drauf, was für zwei Zauber ihr kriegt. 74 und 92. Alles klar, das passt nämlich, weil ich genau 100 Zauber bei... Super. Ausgearbeitet habe für genau so einen Fall. Aus Magie so. Und Chaos-Magie. Ja, genau. Also aus allem. Weil es gibt alles auch als Runen und damit zum Verzaubern. Gut, die Pakte sind Schwachsinn. Das sind... Ein Chaos-Magie-Dolch wäre aber auch irgendwie faszinierend. Jedes Mal, wenn du zuschlägst, löst du das Libram aus. Ach, das Schande. Kannst Kette um den Dolch wickeln. Gut, wer von euch will die Nummer 74 und wer die 92?
Ja, ich die 92. Ja, alles, alles klar. Du kannst nicht, du weißt nicht genau, was das kann, aber du spürst, dass es immens mächtig ist. Aha. Ich leg mir die Kette um. Alles klar. Entschuldigung, meine? Ja, aber gut, also willst du jetzt die Kette oder willst du den Ring? Mir ist egal. Es ist egal, es geht nur darum, was ihr habt. Also ich lege halt, ist das um, was ich halt habe, entweder den Ring oder die Kette mit dem immens mächtigen... Ich überleg mir das noch. Du hast den Ring, den immens mächtigen. Was kann die Kette? Ich rechne gerade noch. Sie verätschert jede Person, die sie anzieht. Die Kette der Mathematik. Ich finde, er sollte auch jetzt den Ring behalten. In dem Fall kann die wer anders haben. Lass mir jede Matheaufgabe okay, du, instant lösen kannst. Genau. Okay, du hast das Gefühl mit der... Achso, ihr wollt ja genau wissen, was es ist. Die Kette ist eine Zielhilfe. Eine Zielhilfe? Gefällt also, mir, behalte ich. Also wenn es benutzt wird, keine Ahnung, wie viele Aufladungen... Das scheint sinnvoll haben, das für den... rausfinden. Für die Katze. Da ist es wahr, ein Lucky-Würfel. Ja. Okay, man kann auf jeden Fall einmal Ring, genau getroffen werden. Von dem Ring ist alles, was ich weiß, dass es mächtig ist. Ja, du kannst es nicht genau definieren. Du kennst die Magieliste. Du kannst dir denken, was die 92 sein könnte. Zumindest welche Kategorie. Ich habe jetzt Meta gesprochen. Du hast mir geschrieben, was dir sehr attraktiv vorkommt. Ach stimmt. Ja, diese Zauberliste. Ich hab vergessen. Ah, schade, aber es war genug Andeutung, um zu wissen, welche Kategorie das ist. Also, ja. Kriege ich mal. Ihr seid nur ausgerüstet. Ich frage noch, ob ich eine Bratpfanne oder was ähnliches bekommen kann. Ja, kannst du haben. Kriege ich meine Axt am Eingang wieder zurück, oder? Ja, am Eingang kriegt ihr alle eure Waffen wieder. Uhu. Wollt ihr sonst noch irgendwas haben? Außer die Spezialausrüstung. Habt ihr noch eine Flasche Schnaps zu mitnehmen? Da habe ich nämlich zwei. Sie bringen dir eine Flasche Schnaps. Yes! Habt ihr irgendwas anderes, was ihr nicht mehr gebrauchen könnt? Irgendwas, das ist eigentlich egal. Ich frag nach Modi, ich frag nach Heilkräutern, ob du für mich ein paar Kräuter für einen Heiltrank haben. Du bist Heilkräuter, du kriegst ein bisschen Heilkräuter aus dem Garten vom Dach. Wie viel? Wie viel möchtest du? Ich würde gerne wenn es möglich ist, meinen Zutatenbeutel voll kriegen. So. Okay, deinen Zutatenbeutel voll. Ich würde dich aber bitten, die drei, die du vorher hattest, separat zu schreiben. Okay. Weil es sind andere Kräuter. Andere also Heilkräuter. Andere Heilkräuter. Ich bin nicht blöd. In diesem Fall ist das Heil 12. eher wieder in Bezug auf Nazis zu sehen. Ja, ist gut. Das wär's gar nicht. Wo ist mein Wodka? Ich hab ihn nicht. Sonst das war jetzt eher weniger mehr, lustig. Dann hätte ich ihn auch nicht mehr. Ja. Okay, gut. Ihr seid jetzt voll ausgerüstet. Ihr habt das Zeug, was ihr wolltet. Ihr könnt euch jetzt auf den Weg machen. Wo wollt ihr zuerst hin? Shoppen gehen. Ein bisschen von dem Geld, was wir haben, im Inventar ausgeben. Ich meine, wir haben noch nichts ausgegeben. Also ich würde tatsächlich vorschlagen zum Shopping Center. Ja, gut. Okay. Ich komm damit. Wollt ihr erst den Zauberer holen? Dann ist gut. Der ist im Shopping Center? Ja. Yeah. Der, den ihr braucht. Achso, du hast... Ich weiß ja nicht, willst du die Infos haben? Oder wollt ihr sie geheim halten? Wir wollen gerne alle Informationen mit allen teilen. Wir sind ja lieb und okay. nett miteinander. Gut. Das ist für den Zwerg manchmal irgendwohin abschieben. Also ich untersuche, bevor wir losgehen, noch die Peitsche, ob das nicht. Also einfach, ich guck die mir an, was das Ding so sie ist. Sie ist aus glänzendem Leder. Wunderschön. Ich hab einen glänzenden Lederstrick in der Hand. Also für mich ist das, ich weiß nicht, was eine Peitsche ist, also eigentlich. Sehr schön. Wenn du das nicht weißt, dann weißt du das nicht. Damit kannst du zuhauen. Sehr schön. Ja, gut, dann geht's. Ich peitsche ein paar Mal gegen die Wand, um es auszuprobieren. Funktioniert. Bitte okay, nicht gegen Fenster. Du peitschst tatsächlich die Wand.
Ihr wolltet nur die anderen Sachen checken? Hm, ihr habt zwei magische Sachen. Was könnte der Rest sein? Nun. Jetzt Peitsch-Sounds einbinden. Dann gucke ich mal eben, was für ein. Was genau die Peitsche kann. Habe ich noch meine Peitschen-App? 10. Das könnte böse sein. Meine Peitschen-App auf dem Handy. Ist das auch ein magischer Gegenstand? Okay, du haust gegen die Betonwand, ne? Ja, vermutlich. Die Hauswand ist tot. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz, wie stark die Peitsche tatsächlich ist. So, dass sie mich umbringt. Ich bringe mal eben die ganze Wand zum Einsturz auf die anderen drauf. Und ich werde davon begraben und sterbe. Okay, ich geb dir mal so viel, dass du das an einem anderen Haus probierst. du kannst aufschreiben, Peitsche noch 6 Ladungen. Zumindest für dich. Wieso Ladungen? Weil die Wand sich in die Richtung von der Peitsche dehnt und dann stehen bleibt. Aha. Die aus Stein. Oh. Ich hab mir gerade auch mal die Zauberliste aufgemacht. Ja, Nummer 10. Ist ja nett. Hat was. Kann gut ausgespielt werden, wenn man es gut benutzt. Ja. Listen, Zauberliste. Können Fahrradkette. Ja, wir haben also schon den zweiten magischen Gegenstand. Hast du, ihr habt alle irgendwas Magisches gekriegt. Ich gucke etwas irritiert, gucke meinen Dolch an und frage den Zauberer, ob er mal gucken kann, ob mein Dolch jetzt auch magisch ist. Kein Problem, gib her. Untersuche ich. 61. Darf ich zählen? Nummerierung wäre echt praktisch gewesen. Egal, du guckst. 20, 46, 60. Er ist auf jeden Fall magisch. Willst du genau wissen, was es ist? Eigentlich schon, ja. Gut, dann darf der Zauberer einmal auf Magie erschwert würfeln, also halber Wert, also 50 in dem Fall. Hast du geschafft? Muss ich jetzt überwürfeln oder unterwürfeln muss ich, ne? Einfach nur auf deine Magie unterwürfeln, ja. Ja, dann habe ich es geschafft. Alles klar, dann weißt du, wenn er damit jemanden trifft, dann wird er auf jeden Fall eine Weile verwirrt bleiben, weil die letzten paar Tage aus seinem Gedächtnis gelöscht werden. Oh wei. So, Taris, ich glaube, du hast dich selber irgendwie ein paar Mal mit dem Dolch gestochen. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie lange dieser Dolch schon verzaubert ist, also. Ich frag Taris aber mich mal damals. Ich habe ihn kaum verwendet. Ich habe ihn meistens zum Käse zu schneiden benutzt. Ich frag Taris mal, ob er mich mal damit stechen kann. Die meinen letzten Erinnerungen waren ein bisschen von den letzten 2 Tagen. Würde ich gerne mal vergessen. Nicht, dass ich kontrollieren kann, wie lang das geht. Du kannst probieren. Ist mir wurscht. Stich den Zwerg ab. Los. Mach das mal nicht. Willst du das wirklich, Zwerg? Nicht wirklich. Dann lass mal besser sein. Am Ende wirfst du noch eine 100 und verletzt dich selbst. Am Ende würfel ich eine 1 und du hast keinerlei Gedächtnis mehr. Da bin ich. Ich kann nicht meinen Ring nochmal genauer. Was jetzt nicht so viel Unterschied machen würde, aber gut. Das kann. Mit was genau willst du es untersuchen? Weißt du, dass du abhängig bist, aber nicht mehr von was? Ja, mit dem magischen Effekt. Okay, du willst das mit Magie gucken. Ja, klar. Gib dir meinen. Okay, Kette dann auch Viertelwert. Viertelwert? Naja, hab ich glaube ich nicht. Warte, ich muss auch mal rechnen. Das ist im Grunde 25. Ja, okay. Ich habe 132. Ach so, ja gut. Da geht 33. Ja, 33. Ja, du weißt nicht genau, was er macht. Ich probiere ihn aus. Versuche ihn zu aktivieren. Okay, du drehst einmal am Ring. Was genau tust du dann? Weil erstmal passiert scheinbar nichts. Ich halte meine Hand in Richtung der Wand. Mit Abstand. Ein bisschen. Gut. Aus der Wand kommt ein riesiges Duplikat von deiner Hand. Oha. Für, die,
und du kannst das kontrollieren für die nächsten 4 Minuten. Ich winke mir zu. Du winkst dir zu, die riesige Steinhand winkt dir zu. Das ist praktisch. Ich zeige Mittelfinger. Gut. Zeigst den Mittelfinger und in dem Moment hört der Zauber auch auf. Zeigst den Mittelfinger. Bleibt jetzt dafür immer eine Mittelfinger haltende Steinhand in der Wand, ja? Ja. Nice. Ja, übrigens was. Mal was, worüber Legenden sich ranken können. Du hast jetzt, bis du jemanden findest, der es wieder aufladen kann, noch 8 Ladungen übrig bei deinem Ding. Okay. Bei meinem Ding, okay, verstehe. Ja. Okay. Und bei deinem. Ich reiche ihm mal meine Kette. 8 Schuss ist Schluss. Wollen wir dann langsam mal zum Krankenhaus? Ihr wollt die ganze Scheiße ausprobieren. Da kann ich jetzt nichts für. Ich will dem noch die Kette geben. Ich will wissen, was das passiert. Einmal zum Shoppingcenter. Obwohl, nee, das war besser schießen einfach nur, ne? Ja, das weißt du schon. Nevermind, dann können wir jetzt gehen. Gut, auf geht's. Auf geht's doch, shoppen. Ihr wurde gesagt, das ist besser schießen. Gut. Let's go to the mall. Let's go to the mall today. Dann guck ich mal, ob ihr zwischendrin noch was findet. Wir kommen am... sehen wir eigentlich den Turm nicht, an dem wir gerade vorbeilaufen, oder was ist natürlich, da? Ihr versucht der ganzen schwarzen Masse, die daraus vorsickert, auszuweichen, weil ihr wisst, das ist gefährlich. Okay. Und das schafft ihr auch. Ja, die wissen, dass es gefährlich ist. Weil das ist langsam. Kann ich einen schwarzen Feuerball schwarze Suppe werfen? Das kannst du, zieh einfach den Mana ab, den lasse ich dich nicht drauf würfeln. Er geht unter, macht ein kurzes Loch und dann geht das wieder zu. Das ist zu viel Masse, als dass du es zerstören könntest. Also ich weiß nix. Aber es hat mein Charakter Impact. Auch nicht. Es hat einen Impact, aber nichts. Ah, okay, es passiert beide Male nichts. Das ist übrigens sehr gefährlich, aber gut, ihr wolltet so. Mein Charakter weiß von gar nichts. Gurin weiß von nichts, dass das gefährlich ist. Giovanna hat dir doch erzählt, was passiert ist. Ja. Ja, wenn deine Schlussfolgerung... Warst du mit dabei im Museum? Es ist anderes Zeug. Oh. Das ist im Museum, das... Euer Eindruck ist, das war schon da, bevor das Museum da war. Gut, also brechen wir auf Richtung... Gute Stelle für ein Museum. Ja. Also brechen wir auf Richtung Shopping Center. Ja, ihr kommt an. Wuhu! Shopping! Okay, ich gucke erstmal... Ich gucke mich erstmal um. Ich schaue mir das Gebäude an, will gucken, was das ist, weil für mich... Ja, es ist ein großes Gebäude, viele Fenster, viele Sachen in den Fenstern, wobei die auch nicht mehr so frisch aussehen. Es ist ein Einkaufszentrum, was soll ich da groß beschreiben? Was war jetzt hier nochmal? Also ich weiß nicht, was ein Einkaufszentrum ist. Was ist ein... Ja, ein Einkaufszentrum, was sollten wir da nochmal holen? Ihr solltet da den Zauberer suchen, der die Maschine fertig machen kann. Dann suchen wir doch nach dem Zauberer und gucken währenddessen, was es sonst hier so gibt. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich weiß nicht, was ein Einkaufszentrum ist. Also Gorin weiß nicht, was ein Einkaufszentrum ist. Was ist da, was... Es sieht aus wie eine Markthalle, nur mit mehr Fenstern. Okay. Das kennst du, da verkaufst du dein Zeug normalerweise. Und kaufst dein Zeug normalerweise. Okay, dann kenne ich das. Ah, okay, rein. Ich berühre die Tür. Gut. Wer geht als erstes? Von mir aus ich. Wie funktioniert die Tür? Gut, würfelst du mal eben auf Wahrnehmung? Ja. Geschafft. Geschafft? Alles klar. Bevor du die Tür fertig öffnest, siehst du direkt oberhalb vom Rahmen irgendein leuchtendes Symbol. Oha. Gehst du rein oder gehst du nicht rein? Ich untersuche das leuchtende Symbol. Mach Magie auf Viertelwert, weil das ist was komplett anderes als das, was du kennst. Ja. Okay. Ah. Ja, das ist eine Rune. Was genau die macht, weißt du nicht. Weißt auch nicht, wie man sie entschärft, aber du weißt, dass es nicht gut ist, wenn die jetzt auslöst. Okay, ich trete langsam zurück und erzähle das den anderen. Also da ist eine Rune, wir sollten die versuchen, entweder zu umgehen oder... auszuschalten. Du hast ja den Ring, mit dem man Wände in lustige Formen bringen kann. Ja, der Zwerg konnte hier eben die Wand ausbeulen. Vielleicht können wir einfach. Ich zuck über den Schultern und frage mir, was soll ich hier. Sag mir, was ich tun soll.
Wo sieht der Eingang aus? Ist das so eine Glasfront? Ja, das ist so eine Glasfront. Ach, verdammt. Ich interessiere mich für die Tür. Wie funktioniert die Tür? Ist das... Möchtest du durch die Tür hindurchgehen? Ich möchte nicht durch die Tür hindurchgehen, aber ich guck mir die Tür an. Wie sieht die Tür aus? Ist das eine... Die Tür ist aus Glas. Ist das eine Schiebetür? Ist das eine elektronische? Das ist eine zum Aufschieben. Also, ja, so eine... Okay. Dingens-Tür, nur ohne Sensor. Funktioniert nicht elektronisch, oder? Ich versucht, die Tür einfach einzuschlagen. Mach's. Nicht ja nichts, wir müssen ja trotzdem da durch. Der Zauberer wird nicht so ausgelöst. Na gut, also ich ziehe den Revolver, gehe einige Schritte zurück und schieße auf die Glastür. Alles klar, da brauchst du nicht drauf würfeln. Wir werden sterben. Beziehungsweise würfel bitte drauf, wir hatten schon lustige Situationen. Würfel bitte auf deinen Angriff. Ich will nicht würfeln. Zweiter Hoden! Sie hat keinen. Ja, aber du! Ich hab nichts gemacht. Nee, ganz knapp nicht. Also ich hab fernkampfleichte Schusswaffen 32. Okay, ja, gut, das gebe ich dir, aber das ist ein unbewegtes Ziel aus Glas direkt vor dir. Das schaffst du, schießt drauf und die Kugel steckt im Glas, aber es splittert nicht. Mensch, ein Shopping-Center mit Kugel. 33. Wer jetzt erwartet? Okay. Okay, wann hat dieses kugelsicheres Glas? Ich nehme... Offensichtlich seit jetzt. Oh. Okay, ich nehme meine Axt und hau damit auf die Glasscheibe rein, wo gerade die Kugel drin steckt. Oh nein. Würfel auf Axt. Auf Axt habe ich 86, das dürfte klappen. Also nein. Oh, 46, 48 schaffe ich, locker. Easy. Okay, dann mach Schaden. Deine Axt war eine Handaxt, ne? Meine Axt hatte sogar Schaden. Die hatte 5d10. 5d10. Ah ja, war eine Axt. Die Axt war eine Axt, Mensch. 5d10, das macht 28. 28, okay. Die Tür ist kaputt. Ihr habt jetzt ein Loch in der Front. Okay. Yay. Wenn keiner was dagegen sagt, ich schaue die anderen an und begebe mich auf die Tür zu. Alles klar, du begibst dich auf die Tür zu. Er hat gesagt, was er tut. Wenn mich keiner... Ich guck die anderen an, also wenn ihr mich nicht aufhaltet, würde ich da jetzt reingehen. Ich bin gerade so ein bisschen fassungslos. Die Tür war ja auf. Nur die Rune war oben an der Decke. Stopp! Der Zwerg sagte, was er tut. Es sieht mich keiner auf, ich gehe rein. Ja. Okay, du, und zwar nur du, hörst ein richtig übles, extrem lautes Donnern und du bist für die nächsten 13 Minuten taub. Ah, sehr schön. Was? Ja, das genau, was? Gut. Ja. Das passt sehr gut zu meinem Charakter übrigens. Hast du nicht sogar schon schwerhörig? Ja, da war eh schon schwerhörig, deswegen. Ja. deshalb sind es auch Minuten und nicht Kampfrunden. Okay, let's go, weiter geht's. Kommen wir jetzt auf. Finde ich spaßig. Ja, jetzt könnt ihr auch ran. Gut, da gehen wir hinterher. Ich laufe weiter voran. Gut, du hast nur noch ein Klingeln in den Ohren, aber das ist nichts Ungewöhnliches für dich. Anstatt dass der andere, eine andere Scheibe irgendwie daneben irgendwie kaputt macht und da reingeht, nein. Könnt ihr mal versuchen, mit mir zu reden. Ich war fassungslos von der ganzen Aktion. Und wollte auch wissen, was passiert, also von daher. Besser jetzt Zwerg. In den potenziell sicheren Tod rennen lassen, passt ja. Ich laufe weiter, Falls ihr hinter mir lauft, kriege ich euch nicht mit, dass ihr da seid. Ja, wir sind hinter dir. Sind da. Moment, du gehst nach vorne. Guckst du dich um? Ich schaue mich um, wo ich schaue nach links und rechts, während ich gerade... Dann würfel bitte Wahrnehmung. Aha, das hat ja bisher so geklappt. Ja. Ich würde gerne nach hinten schauen, ob da nicht jemand kommt. Habe ich tierisch dolle verkackt, Modi. Okay, es ist absolut sicher. Na okay, ich laufe weiter. Noch weiter gucke ich um, das ist absolut sicher. Dann gucken wir mal. Was denn als nächstes Lustiges für dich auslöst? Der nächste Hoden. Ich würde gerne mal unser Hinter, also hinter uns in Auge behalten, nicht, dass wer angelockt wird durch den Knall. Okay, dann. Ihr habt den nicht gehört, nur er. Nee, es ist
Ja, du weißt nichts von dem Knall. Wir haben aber trotzdem mit der Axt eine Tür eingeschlagen. Das ist auch nicht so. Ja, stimmt. Ja. Und ihr wisst alle, ihr wisst. Okay, dann mach mal. Du wirst ja nichts von dem Knall. Dann mach mal Wahrnehmung. Mir passiert nichts, oder? Oh. Okay. Er hat's auch verkackt. Es ist absolut sicher. Euch folgt niemand, das Gebäude ist leer. Okay, ich gehe weiter. Ich gehe weiter in die Mauer hinein. Ich gucke, ob es irgendwo. Ich mach auch Wahrnehmung. Ich halt Ausschau nach dem Kräuterwagen. Nach einem Kräuterladen. Erstmal löse ich das Ding für den Zwerg aus. Ich guck nach einem Kräuterladen. 23, 46. 69. Ich hab's auch verkackt. Nein. Läuft bei uns. Ja, danach gucke ich mich um, wenn der Zwerg hier abgehandelt ist. Ich traue euch nicht. Mordi? Ja. Noch anwesend. Kurz, wo es dich trifft. Oh, das ist Toten Nummer 2. Wie viel Schaden kriege ich? Wie viel Schaden kriege ich? Du kriegst keinen Schaden, es passiert was anderes Lustiges. Die Nummer 2. Was ist denn die Nummer 2? Sag einfach. In deine Hand. Verwandelt dich in deine Hand. Okay. Da kannst du aber jetzt immer sagen, du hast eine Hand im Schritt. Ja, sag schon, Mordi. Nummer 2 an Trefferzonen. Es müsste ja nicht schwer zu finden sein, müsste ganz oben sein. In der Liste. Ja, ja. Okay, du bewegst dich weiter. Das Atmen fällt dir ein bisschen schwerer, aber ansonsten passiert erstmal nichts. Scheinbar passiert für dich erstmal nichts. Okay. Weil du bist ein Zwerg. Ich hab ein bisschen Asthma wieder. Okay, ich guck mich weiter um, ob da irgendwo ein Laden ist für Kräuter oder für Gesteine, für irgendwas, was mir für meinen Tränke helfen könnte. Tränkeladen. Und ich würde mich gerne nach magischen Energien umschauen, ob ich den Magier irgendwo spüre, den Besuch. Ich würde vorher gerne nochmal auf Wahrnehmung würfeln, bitte, danke. Ja, gerne. Gut, dann würfelt er jetzt erstmal auf Wahrnehmung. Wer, ja. Ich hab schon und ich hab's gekackt. Machen wollen. Ich hab auch schon verschissen. Ich glaube, 46 also. Haut hin. Da kotzt er mir jetzt ein. Ja, 46 haut hin, aber sowas von. Gut, du hast das Gefühl, dass ihr hier nicht alleine seid. In diesem Gebäude. Gut, ich informiere die anderen darüber, dass ich das Gefühl habe, dass hier noch irgendwer sich rumtreibt. Was? Wo? Hier, du Dummi. In der ich sehe nix. Okay. Ich spiele ja, einen Charakter. Ich sag Schwachsinn und guck mich weiter nach dem Laden um. Was? Ich sag was? Ich höre gar nicht, was du sagst. Ich guck mich unbeeindruckt nach dem Laden um. Das ist, du bist momentan immer noch taub. Ja, ich bin taub. Ich guck mich nach dem Laden um. Sofern sie nicht Zeichensprache kann, werde ich mich auch weiterhin nach dem Laden umgucken. Mordi, soll ich da nochmal auf Wahrnehmung würfeln? Du Zeichensprache, Zwergi, das ist die Frage. Wenn du speziell nach Magie Ausschau halten würdest, würde ich es dir um 10 erleichtern. Aber ja, mach. Also jetzt, wenn Wahrnehmung ist, dann habe ich es auch geschafft, ja. Okay. Weil Wahrnehmung habe ich E70. Also du spürst, dass derjenige, den ihr sucht, wahrscheinlich in der Nähe ist. Auf jeden Fall spürst du relativ stark Magie hier. Also ich guck nach einem. Kann ich es einordnen? Wo? Über uns? Bevor. Oder ja, macht's. Zu viele verschiedene. Mordi, ich suche mehrere Magiequellen quasi. Ja, auch durch die ganzen Fallen, die der Zwerg ausgelöst hat. Es ist alles relativ magisch hier. Finde ich einen magischen. Nein. Ich suche nach einem magischen Tränkeladen. Finde ich einen, Mordi. Ach ja, das wollte ich noch auswürfeln, Moment. Ja, du findest tatsächlich einen. Okay, ich betrete den Laden. Ja, du kannst die Schrift hier nicht so gut lesen, du weißt jetzt nicht, wie er heißt. Ich gucke auf. Du findest einen Laden, wo noch ein Regal voll mit ein paar bunten Tränken ist. Ist dein Händler drin? Magieladen schauen, Bücherladen. Bitte sag mir, er hat einen Laden mit Energy Drinks gefunden. Weißt du nicht? Also ein Tränkeladen, beziehungsweise ein Getränkeladen. Also. Ich schaue mich. Das ist gerade so schön betont, ich gehe einfach von aus. Ich schaue mich um, ob in dem Laden ein Händler ist, ob da irgendjemand drin ist, dem ich das abkaufen könnte.
Da ist niemand. Okay, ich nehme jetzt. Das einzige Regal, was noch halbwegs voll ist. Ich tu mir ein paar Tränke in die Tasche. Wie viele davon kann ich mitnehmen? Ich guck mal eben, wie viele noch übrig sind. Ich gehe davon aus, dass du einfach alle nimmst. Das, was reinpasst. Ja, fünf Stück kriegst du in deinen Beutel. Okay, verschiedene Farben. Fünf bunte Tränke. Von ja, allem welches genau sind, welche Farben du jetzt haben willst, das kannst du selber entscheiden. In den Farben des Regenbogens. Sag mir einfach, wenn du einen benutzt, welche Farbe er hat. Okay. Ich guck mich nach einem Musikladen um, einfach aus Prinzip. Ja, ich folge dem Zauberer. Und ich bin gleich wieder da. Moment. Ja. Okay, ihr sucht alle nach Läden, gut. Wer findet bei euch, soll ich als erstes übernehmen? Beziehungsweise, ich würde sagen, bevor ihr jetzt was macht, würden wir erstmal kleine Pause machen. Ich muss nämlich auch langsam aufs Klo. Okay, kleine Pause bis 2020. Würde ich sagen. Ich höre keinen Widerspruch. Oh. Ja. Na dann. Klingt sinnvoll. Bis gleich.